Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Einblicke Menschen mit Geschichte und Geschichten. Schön, dass Sie alle da sind, trotz Corona. Wie oft haben wir es jetzt mittlerweile schon gesagt und es nimmt kein Ende, aber wir lassen uns unsere Talkreihe nicht nehmen. Ich freue mich, dass Sie alle heute Abend wieder dabei sind. Ich freue mich, dass wir diese wunderbare musikalische Begleitung mit dem Benno Raabe Quartett mittlerweile seit 12 Jahren haben und dass wir heute Abend ein ganz besonderes Thema miteinander besprechen. Schön, dass Sie alle da sind und ich freue mich natürlich besonders, wenn ich hier so durch die Reihen schaue. Ich maße es mir gar nicht an, jetzt die Einzelnen begrüßen zu wollen. Der Landrat ist da, Andreas Gruppert. Gute Figur bis jetzt, lieber Landrat, muss ich sagen. Toller Einstand als Landrat. Der Bürgermeister ist da. Herr Simonis mit seiner Mannschaft von der Volksbank ist da. Ich sehe die Bürgermeister. Ich sehe den Vorsitzenden der Dr. Hans-Simon-Stiftung, Herrn Dr. Dietsch. Wunderbar, ich sehe unseren Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder mit seiner Frau Andrea, der Stiftungsrat und viele Politiker unserer Region, die hier sind, Aloysius, Mathilde, wunderbar und Sie alle natürlich. Heute haben wir keinen Schauspieler hier, auch keinen Politiker, auch keinen Bischof und auch keinen Sternekoch. Nein, heute machen wir in Sachen Fußball. Er war schon bei uns allen. Bei uns allen war er zu Gast im Wohnzimmer. Und das seit Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt. Wir haben mit ihm gejubelt, gefeiert, geweint und getrauert. Und er hat all diesen Emotionen, die wir während dieses wunderbaren Fußballspiels hatten, Worte gegeben. Er selbst sagt von sich, mein Leben ist bunt, unruhig, aber extrem spannend. Ein Fernfahrerleben. Herzlich willkommen, Béla Réthy. Das aktuelle Sportstudio, vielen Dank, Benno Raabe und deinen Mannen. Das aktuelle Sportstudio hast du nie geleitet, aber es ist im Prinzip das Zugpferd für deine Arbeit im ZDF in den letzten Jahren auch. Also geleitet nicht vor der Kamera, sondern Redaktionsleiter war ich in der Tat damals 4 Jahre. Aber wie du gerade vorhin beschrieben hast, das Leben als Fernfahrer, als Reisender lässt Büroarbeit über mehr als 3 Jahre nicht zu. Da wurde es einem dann doch zu grau auf dem Lerchenberg. Ja, das kann ich verstehen. Und ein bisschen habe ich dich ja kennenlernen dürfen, ja auch in den letzten Jahren. Fernfahrerleben heißt auch, Fußball ist zwar ein Zentrum deines Lebens, aber du willst doch mehr. Das heißt, diese Reisen in ferne Länder, dieses Spüren von Kultur ist dir sehr wichtig. Sehr wichtig. Das hatte ich auch versucht, meinen Kindern weiterzugeben, dass es andere Religionen, andere Mentalitäten gibt, andere Denkweisen. Es gab eine kleine Anekdote. Mein Sohn Paul war damals, glaube ich, 7 Jahre alt und sagte, gell, Papa, Südkorea ist scheiße. Ne? Ich sage, was hast du gesagt? Ne? Und das hat er noch zitiert. Also noch 20 war, ich sage, kein Land ist scheiße, niemand. Ich habe nur gesagt, ich habe jetzt keine Lust, dahin zu reisen, weil ich so lange von euch wieder weg bin. Und man kann von jedem Land, von jeder Kultur profitieren. Das ist natürlich nicht immer möglich im engen Dienstplan. Dann kommt man hin, landet, Hotel, Stadion, Gespräche mit Trainern, manchmal auch mit Schiedsrichtern. Und dann wieder nach Hause. Also ich werde es, wenn ich das aufhören werde, irgendwann zu arbeiten, an diese Punkte zurückkehren, die ich da nur anstreifen konnte. Ja, wunderbar. Du sagst schon, deutest es an, du gehst dem Ruhestand entgegen. Die Karriere geht zu Ende, wie bei jedem von uns irgendwann. Und da hattest du dir bestimmt am Ende doch was anderes gewünscht als ausgerechnet Katar, oder? Das ist kein Geheimnis, ja. Gut, wir haben natürlich eine etwas hinausgeschobene Altersgrenze im Vergleich zu den Schiedsrichtern, also etwas höher. Aber, verständlich. Aber ich wollte eigentlich auch gar nicht hin, also vor 2, 3 Jahren.
als ich da mein Buch geschrieben habe, weil dieser Kommerz, dieses Offensichtliche, das war die schlechteste Bewerbung von allen. Konkurrenten waren, glaube ich, die Engländer und die Amerikaner. Es ist nicht zurückzudrehen, weil auf Korruption gibt es keine Quittungen. Aber dann war so eine Situation, dass vor etwa einem Jahr mein Chef zu mir sagte, Mensch Peter, du gehst am 1. November ja weg. Ist ja eine Winter-WM, sonst ist ja immer im Sommer, weil der FIFA ja eingefallen ist, 2 Jahre nach der Vergabe übrigens, dass es im Sommer dort heiß ist. Also, aber damit hatten die gute Berater diesmal, es stimmt, es ist heiß. Und deshalb geht die WM von Mitte November bis Mitte Dezember. Und mein Chef sagte, du hast auf den Kalender geschaut. Ich sage, wieso? Ja, am 1. November gehst du in Rente. Ich sage, ja. Am 18. geht die WM los. Ja, und wir wollen mit dir verlängern nochmal 2 Monate. Habe ich mir, ja, glaube 4 Minuten Bedenkzeit erbeten. Aber das es dann noch hieß, sein muss. Ja, aber Weltmeisterschaft. Und dann, klar, Katar. Das hat einen Vorteil, wir müssen halt nicht die ganze Zeit reisen. Ich habe mir die ganzen Vorteile dann versucht rauszupicken. Wir haben ein Hotel die ganze Zeit für 4 Wochen, im Gegensatz zur letzten WM in Russland, da war ich nur in der Luft, ja, weil alles über Moskau geht, gibt keine Direktflüge zwischen den einzelnen Städten. Und mein Job ist ja im Grunde genommen dann, wenn angepfiffen wird, 90 Minuten spielen die Roten gegen die Weißen und das ist ein guter Rasen wahrscheinlich und da geht es um die besten Fußballspieler der Welt. Ja, hätte nicht in Katar sein müssen, aber nehmen wir so mit. Ja. Das ist, da kann ich dir nur beipflichten. Und ich könnte mir vorstellen, dass man gerade gegen Ende einer so langen Karriere lieber in ein anderes Land gefahren wäre. Aber es ist nun mal, wie es ist. Der Fußball ist für dich ein Lebenszentrum. Du selbst bist in Brasilien groß geworden. Vielleicht kannst du da 2 Sätze zu sagen. Du bist 54 geboren. Danach, 56. 56. Also ich bin, na gut, ich bin nicht nach dem Aussehen gegangen. Ich habe wirklich, das ist nicht, nein, um Gottes Willen. Ende 56. Ende, genau. 56 und der Name Bela verrät natürlich auch ein bisschen, wo die Familie herkommt, aus Ungarn. Du bist dann in Brasilien gelandet. Kommt, genau, da der Fußball her? Da kommt auch der Fußball her. Ich habe schon als 4-Jähriger oder 5-Jähriger zum Leidwesen meiner Eltern die Radioreporter dort imitiert, mit diesen langen Goll-Goll-Goll-Goll-Goll-Goll-Schreien, wenn da mal ein Tor gefallen ist, aber im Radio. Meine Eltern sind ausgewandert, nachdem die 56 nach dem Aufstand in Ungarn geflüchtet sind. Meine Mutter hochschwanger. Ich war schon damals eigentlich überfällig, seitdem komme ich immer zu spät. Also ich kam dann 14 Tage zu spät. Und bin dann auf der Reise praktisch in Wien geboren. Also, aber komischerweise mag ich die Stadt auch sehr, obwohl ich da nie gelebt habe, außer, ja, als Baby. Und da gab es Verwandtschaft in Brasilien seit 1949. Und das war die Anlaufstelle, die einzige im Ausland für meine Eltern. Das war dann São Paulo. Ja. Und dort bin ich dann aufgewachsen, eigentlich zweisprachig, also Ungarisch, Portugiesisch. Das Deutsch kam später, aber fürs Fernsehen reicht das. Ja, das Deutsch meinst du? Ja, das Deutsch. Ja, ja, ja. Nein, nein, du machst da Witze. Du sprichst einige Sprachen, 5 Stück oder was? Ja, das ist aber so, wenn man ungarische Muttersprache hat, ja, dann, wenn man nicht verhungern möchte, muss man Sprachen lernen. Ja, ja, ja. Es gab mal so eine schöne Werbung in Ungarn von einer Sprachschule, von der Berlitz School. Da stand also, wir Ungarn wissen alle, dass Ungarisch eine Weltsprache ist. Aber bis die Welt das begriffen hat, empfehlen wir folgende Kurse. Ja, ja, klar. Das ist ein bisschen ein Abbild dessen. Und da ist was Rest geblieben bei dir? Diese brasilianische Mentalität, ja, sehr viel. Die Unpünktlichkeit? Ja, die Unpünktlichkeit ist eher genetisch, glaube ich, von meinem Vater geerbt. Ach, also, ja, 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 ja. Ja, aber das sind, in Brasilien sind das eher Zirka-Zeiten. Ja. Aber nicht nur in Brasilien. Also, ja, das stimmt. In, ja, im südlichen Europa ist es eigentlich auch anders. Das sind Richtzeiten. Ja, ja. Und deine Kinder, meine ich, behaupten sogar, der ist sogar 17 Tage zu spät zur Welt gekommen. Das war ja, ja, genau. Mit dem Argument bin ich immer raus. Du bist dann nach Deutschland gekommen, wider Willen, wie ich das meine, erkennen zu können. Eigentlich war das nicht dein Ziel, in Deutschland mal zu landen. Hast dich dann aber auch arrangiert und bist dann irgendwann auch auf diese Schiene aufgesprungen, ZDF, ins Archiv gegangen als Student, soweit ich das weiß, und hast die ersten Berührungspunkte mit dem deutschen Fußball gehabt. Kann man da sagen, es gab ein erstes Spiel, was du gesehen hast im Stadion? Ja, das kann man schon sagen. Also ich wollte nicht nach Deutschland, sondern ich wollte nirgendwo anders hin, weil jeder, ja, der seine Kindheit, sage ich mal, seinen Kindheitsort verlässt, ist, klar, natürlich auch traurig. Freunde, der kann es noch so
so hässlich. Also São Paulo ist eine ziemlich hässliche Stadt. Also Brasiliens Charme lebt eher von den Landschaften und vom Meer und von dem vom Regenwald und nicht von den Städten. Ja. Aber trotzdem habe ich es vermisst und 1966 war ich mit meiner Oma unterwegs, die auch dort lebte, und waren in so einem Public Hearing, das war so ein Park, und da lief das WM-Finale auch im Radio zwischen Deutschland und England 1966, und da waren so unaussprechliche Namen wie Tilkowski und Beckenbauer und wie die alle, und Overath, die da mitspielten, und dann waren wir schon in Deutschland, und ich habe so einen Großonkel in München gehabt, der eine Dauerkarte gehabt an der Grünwalder Straße. Mit dem Bayern. Also war 1967 Bayern erst im zweiten Jahr in der Liga. Die sind ja keine Gründungsmitglieder, sondern erst 65 aufgestiegen. Und es war ein Spiel gegen den FC Köln, war im Februar, schneebedeckter Boden. Und diese Menschen, die ich im Radio dreiviertel Jahr vorher gehört hatte, in Brasilien, standen auf einmal leibhaftig vor mir. Franz Beckenbauer in Rot, Overath in Weiß. Und, Bert Müller, Sepp Maier. Ja, Sepp Maier war Ersatztorwart, aber die. Ah, okay. Genau. Da nicht, aber in England war der Ersatztorwart. Ja. So, das war mein erstes Fußballspiel, was ich, sagen wir mal, in Deutschland gesehen habe. Ja. Sehr kalt war es im Vergleich zu Brasilien. Ja, gut, da muss man sich Februar dann. In München. Sicher. Damals, heute sagen wir mal Schneechaos, dazu, damals hieß das einfach Winter. Ja. Ja, gut, die Umstellung ist natürlich gewaltig, von Brasilien nach Deutschland. Dann dieser Zufall ins ZDF zu geraten als Studentenjob, als Job, um Geld zu verdienen, im Archiv. Ja, im Archiv, ich war Taxifahrer 6 Jahre. Oh. Ja, und parallel habe ich im Archiv gejobbt. Ich war immer sehr bestrebt, immer die eigene Marke auf der Tasche zu haben. Ich habe auch gesagt, Geld von zu Hause ist immer so, war mir zu viel Einfluss. Also wer Geld gibt, der verlangt auch was. Ne? Und ich sage, nee, also ich mache das immer irgendwie auf die eigene Art und Weise. Und bin dann im Film- und Foto- und Textarchiv gelandet des ZDF im Sportbereich und war da am Wochenende natürlich meistens, haben dann die ganzen Ikonen da gesehen, wie Harry Valerien, Dieter Körten, die auf einmal zu mir kamen und irgendwelche Auskünfte haben wollten. Oskar Waag, mit dessen Sohn ich, Thomas, ich auch sehr gut befreundet war und bin. Und manches konnte ich aber einfach aus dem Kopf beantworten und nicht nur einmal, und da sind die ein bisschen aufmerksam geworden auf mich, nach dem Motto, da ist ja wirklich Interesse und willst du nicht mal ein Praktikum bei uns machen? Ja. Ja, und so begann. Und der erste Chef war damals, die Ältere werden es vielleicht wissen, der Mr. Tagesthemen später, Hans-Joachim Friedrichs, der hat mich dann als freien Mitarbeiter übernommen. Ja, und dann mit war 22. Mit 22 als freier Mitarbeiter, das heißt, dein Studium war dann schon, irgendwann musstest du ja gedacht haben. Das Studium, das ist ein dunkler Punkt in der Familie, ich bin der einzige Nicht-Akademiker, weil ich hatte immer die Mentalität, ein Studium oder eine Ausbildung ist dafür da, einen Job zu bekommen. Der Job war vorher da. Und da gab es noch Fernsehpraktikum oder wie das alles hieß an der Uni und Statistiksteine, aber stand schon der erste gebrauchte Alpha vor der Tür. Dann sage ich mal, nee, dann brechen wir das mal. Also es war gar kein bewusster Abbruch, es war ein Davonschleichen. Ja, ja, auch weil du gemerkt hast, da ist etwas, was mich anzieht, das ist der Fußball, die Arbeit. Genau, ich hatte keine Motivation mehr, irgendwelche Vorlesungen über Fernsehtheorie mir anzuhören. Ich sage, die Praxis ist dann schon eine andere, da gab es schon ein paar schöne Dienstreise. Die erste ging nach San Sebastian nach 5 Wochen, weil ich das war Gegner vom HSV. HSV war damals im Halbfinale des Landesmeistercups. Ja, ja. Und der Gegner war San Sebastian und durfte diesen Gegner porträtieren aufgrund der Spanischkenntnisse. Und da ging es dann los. Ja, ja. Hattest du auch denn das Glück, aufgrund deiner Spanischkenntnisse, dass man dich auch deshalb natürlich sehr gut mit eingesetzt hat, 86 dann auch mit nach Mexiko genommen hat und so weiter, weil das du direkt den Kontakt hattest zu den spanisch sprechenden Mannschaften? Zumindest die Möglichkeit dazu, ja. Also ich war praktisch dann irgendwann mal so ein Außenminister. Die haben mich auch nach Polen geschickt oder nach Tschechien. Ich sage, ich kann das nicht. Na ja, komm, der kommt schon irgendwie durch. Also das war so ein Intro. Und Spanisch konnte ich ableiten vom Portugiesisch, das ist nicht perfekt, aber das war so wirklich ein, sagen wir mal, ein Eintrittsgeld, diese Fremdsprachen. Ja, also ich habe es gerade schon mal kurz angedeutet, 86 zur WM nach Mexiko, hat man gesagt, Bela, fahr mit.
Das war, ja genau, das verdanke ich aber dem damaligen Reporter Rolf Kramer, ja, der einen Assistenten brauchte, der 85 dann auf mich aufmerksam wurde. Ich habe einige Qualifikationsspiele mit ihm gemacht und er sagte, wir nehmen den Bela mit, ich brauche den, ich war der einzige freie Mitarbeiter damals bei der WM in Mexiko. Inzwischen sind die Kollegen, die frei sind, in der Überzahl. So, und dann waren wir in Guadalajara, das war dieser zweitgrößte und zweitwichtigste Spielort, da spielte auch Brasilien. Einige kannte ich noch, also aus früheren Zeiten noch, also die Namen. Und das war ohne Internet, ohne allem, immer vor Ort Recherche. Das heißt, man musste immer dahin und versuchen, mit den Leuten da Kontakt aufzunehmen. Das große Thema war der weiße Pelé damals, Zico, war verletzt, wow, verletzt am Knie. Und Rolf wollte wissen, ob Zico spielt am nächsten Abend. Ich sage, weiß ich nicht, aber dann fahr mal hin zum Trainingssaal und check das mal. Und da sage ich dem Pressesprecher, sage ich, wo ist denn der Zico? Ist der, ja, sag, frag ihn doch selber. So, der steht hinten im Gym und macht Übungen und fährt Fahrrad. Da konnte man hin zu den Spielern, zu Weltstars und damals, und einfach mit denen reden. Hat sich gewundert, dass ich ihn auf Portugiesisch angesprochen habe. Das ist schon mal auch wieder, ne? Ja, klar. Und bevor er nervös werden konnte, hat er geantwortet. Ne? Ja, das waren andere Zeiten. Ja. Heutzutage würde man eher eine Mauer errichten, damit man nicht an die Spieler drankommt. Zico, was für ein großartiger Spieler. Du hast dann insbesondere diese brasilianische Mannschaft auch ein bisschen mitbetreut. Betreut. Und da waren ja auch weitere Spieler, die von äußerstem Interesse waren für einen Fußballfan. Sokrates zum Beispiel. Ja, verrückt. Sokrates stand mit einer Dose Bier am Spielfeldrand und hat das Training beobachtet als Athlet. Und da kommt der Athletiktrainer und sagt, Sokrates, wir haben Athletiktraining. Er sagt, ja, das ist das Problem. Ich bin kein Athlet, ich bin Künstler. Fragte, ob jemand Schach spielen könnte. Ich habe mit dem auch noch Schach gespielt später. Und da gab es schöne Geschichten. Guadalajara war ein sehr wichtiger Spielort. Da kam überraschend die marokkanische Mannschaft weiter nach der Vorrunde. Ja. Eine Gruppe, da waren dabei England und Portugal unter anderem. Und da wohnten die auch bei uns. Und das bisschen Französisch, das hat ja auch dann geholfen, ein paar Sachen zu checken. Am Tag vorher hat sie einen Tequila genommen, da mit dem Pressesprecher von den Marokkanern. Ich habe dann erfahren, dass König Hassan II. Im Hotel angerufen hat, eine Telefonzentrale, richtig, wie früher, so mit Stafelstecken, angerufen hätte, um der Mannschaft zu gratulieren. Ich sage, schade, wir machen gerade ein Stück über Marokko, können wir das nicht nochmal irgendwie wiederholen? Und dann ist der Pressesprecher, hat im Palast angerufen, in Rabat, und hat gesagt, wir brauchen nochmal den König, ja, weil das deutsche Fernsehen, und der König war ganz stolz, und der König hat nochmal angerufen, und die gesamte Mannschaft stand in der Telefonzentrale, und das hat sich alles 86 zugetragen. Also das war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Ja, das ist, wenn so etwas beginnt, man kann ja fast sagen, da begann ja dein Blick auf den ganz großen Fußball. Also sowas vergisst man natürlich nie. Und Sokrates, selbst ich kann mich sehr gut auch an den Spieler erinnern, der ja eigentlich ein schmaler, lang, ganz lang, ja, ja. Ich habe ihn noch zwei Wochen vor seinem Tod habe ich ein Interview mit ihm nochmal gemacht. Er ist zu früh gestorben, ist, glaube ich, sehr früh. Er war Alkoholiker und hatte eine Leberzirrhose und wartete auf eine neue Leber. Und ist dann, hat er mir erzählt in diesem Gespräch, damals war bei ihm zu Hause in 2011. Und da ist er aber gestorben an einer Lebensmittelvergiftung. Der hatte so eine Fischvergiftung gehabt und jeder von uns, dem wird schlecht einen Tag, aber dessen Leber hat diese Vergiftung nicht verarbeitet. Nicht und der ist aufgrund einer Fischvergiftung eigentlich gestorben mit der Vorerkrankung. Ja. Unfassbar, ja. Geschichten, die man nicht auch vergisst, wenn man selbst mit beteiligt ist. 86 ist aber auch für uns Deutsche eine besondere WM. Ich erinnere mich noch sehr gut an Hans-Peter Briegel, insbesondere im Finale, wo er hinterher hetzte, aber leider nichts mehr ausrichten konnte. Dieses Finale war dann, welche Arbeit hast du da ausgeführt? Du warst ja auch mit nah dran. Da gibt es eine großartige Geschichte, war ja der Assistent auch von Rolf Kramer bei diesem Endspiel. Rolf Kramer war Deutschland-Argentinien. Deutschland-Argentinien. Azteca, 120.000 Zuschauer, ja. Endstand 3-2 für Argentinien, nach 0-2 Rückstand, 2-2 Ausgleich, Rummenigge Völler.
Boruchaga das entscheidende Tor zum 3:2. Und damals war das so, dass es, heute gibt es ja überall Experten, ehemalige Spieler, Trainer, Schiedsrichter. Das war damals nicht üblich, sondern der Experte war der Live-Reporter. Das heißt also, der Rolf Kramer, der musste, bevor er anfing zu kommentieren, in einem weit entfernten Ende dieses riesigen Aztekenstadions in Mexiko ins Studio, ja, zu Harry Valerien. Und Rolf war immer so ein bisschen, immer so misstrauisch, unsicher. Der wollte sich den Weg angucken, wie er zu laufen hat vom Studio zurück zum Reporterplatz. Diesem Weg sind wir am Tag vor dem Spiel im leeren Stadion abgegangen. Und ich war da guter Hoffnung. Dann habe ich den technischen Check gemacht, so eine Stunde vorher. Das machte mir der Redakteur, Kontakt zur Zentrale, die war Mexico City. Oskar Waag war Programmchef. Und 20 Minuten vor Anstoß war der Rolf noch nicht da. Und ich sage, Oskar, der Rolf ist nicht da. Und da habe ich erstmal keine Antwort gekriegt. Er sagte, ich habe keine Lust auf deine blöden Scherze, ich habe nichts zu tun, wir haben ja gleich Endspiel. Ich sage, ja, das habe ich kein Scherz, der Rolf ist nicht da. Wieder schweigen. Und da sage ich, ist denn der Ersatzkommentator, das war damals so ein Ersatzreporter, der saß dann in Deutschland, ist der parat? Wieder überlegt, Oskar sagt dann, ja, der ist zwar parat, aber wir machen kein WM-Finale aus der Dose. Wir machen ein WM-Finale aus dem Stadion. Ist der Rolf denn da? Ich sage, nein, der Rolf ist immer noch nicht da. Noch 9 Minuten bis zum Anpfiff. Ja. Sag, was machen wir denn jetzt? Ja, Bella, bist du vorbereitet? Ich sage, ja, bin immer vorbereitet. Dann machst du es. Ich sage, ich habe in meinem Leben noch nie ein Fußballspiel kommentiert. Das ist WM-Finale. Dann wird es mal Zeit. Ja. In dem Moment kam der aber mit seinen langen Beinen und lief immer in das Bild rein von den argentinischen Reportern, in den so ein bisschen Kluften und Hauten. Und dann setzte er sich hin, hat immer nur einen Zettel dabei gehabt mit der Aufstellung und hat das seelenruhig runterkommentiert. Also ja, das war... Man erinnert sich auch an seine Stimme. Wenn man Fußball liebt, dann ja, ist auch Oskar Waag jemand, den man nicht... Und Rolf Kramer. Rolf Kramer. Ja. Oskar lebt leider nicht mehr. Ja, Rolf lebt gut, lebt hier irgendwo in so einem Wein. Damit vergisst man dann nicht. 86, ein besonderes Turnier für dich, auch für uns natürlich, völlig klar. Hatte die Mannschaft die Chance, das Spiel da zu drehen und es zu gewinnen? Ja. Es gab doch eine Phase, wo es... Ja, nach dem Ausgleich. Also Argentinier waren mausetot. Die lagen wie die Käfer auf dem Rücken. Also das war unglaublich heiß, sehr, sehr schwül. Mexiko hatte eine Höhenlage, also selbst für normale Fußgänger, also war das anstrengend, freigegeben für Fußballspieler. Und nachdem sie das 2:2 gemacht hatten, haben die gesagt, so jetzt schießen wir sie ab. Ne? Und zwar bis in der 90. Das war der Fehler. Das heißt also einfach... Das 2:2 halten, die konnten nicht mehr, die Argentinier. Und in der Verlängerung hätten die 3 Stück noch gekriegt. Ah, ja, hat Beckenbauer später auch beklagt, dass er dauernd beruhigt hat. Man sah das auch am Spielfeldrand. Hört auch, aber die waren dann so heiß nach dem Ausgleich und so euphorisiert. Dass Maradona sie, an dem Tag? Ja, wieder mal sensationell. Das war ja der Pass von Maradona. Ja, ja. Mit dem Außenriss. Ich glaube, Matthäus wurde als Sonderbewacher von Maradona abgestellt. Gut, er war noch jung, der Matthäus. Riegel kam fast noch, obwohl... Ja, der hat versucht, vor einer Abseitsfalle zu stellen, aber da gab es keine Striche, keine Linien, keine VARs. Man könnte es aufzeichnen. Vielleicht war es Abseits. Also, wer weiß, ne? Es könnte sein. Ich habe aufgehört zu pfeifen. Ich denke, es war Abseits. Ja, ich glaube, die Einigung es war Abseits, aber wir gratulieren trotzdem den Argentiniern zum Titel. Ja. Aber wenn ich Maradona schon erwähne... Aber es war das einzige Turnier, Herbert, finde ich, das nur von einem einzigen Spieler fast entschieden worden ist. Ja. Maradona für Argentinien. Das meine ich. Ein Wahnsinniger, aber ein Genie. Ja, Maradona ist, das ist unfassbar. Obwohl nur reiner Linksfuß, also mit dem Rechten konnte er da... Aber die Bälle klebten und diese Drehung, diese Wendung, das war unfassbar. Ja. Einmal hatte ich auch das Glück, Schiedsrichter zu sein beim Spiel von ihm, aber es ist wirklich, meinst du, es ist das Beste, was in den letzten Jahrzehnten auf dem Feld stand? Ja, in seiner Ära, ja. Also ich meine, so kann man gar nicht mehr Fußball spielen heute, weil es gar nicht mehr zugelassen wird. Nee. Also die werden alle dann zugestellt. Diese Möglichkeiten hat man gar nicht mehr. Also deshalb, Mbappé ist so einer, der sich solchen Sachen entziehen kann. Aber die Möglichkeiten sind, einfach weil der Fußball auch taktisch intelligenter gespielt wird. Man lässt diese Chancen ja gar nicht mehr so zu. Ja, als Spieler ein Gigant auf dem Feld, neben dem Platz ein Würstchen. Tja. Kann man das so sagen? Ja, verführt vom Leben. Ja, also in Neapel? In Neapel, vor allen Dingen in Neapel. Ich habe in dem Doku ja gesehen,
ist in, ja, in falsche Kreise geraten. Ja. Und wobei da immer, also auch in dieser Dokumentation auch, war immer wie so ein kleiner Junge, ja, der nicht weiß, was ihm gerade widerfährt. Also man konnte ihm gar nicht böse sein. Der war einfach... Aber ist das nicht, wenn du mal mit überlegst, auch oft so, dass die größten Spieler sehr seltsam verkümmerte Menschen sind neben dem Platz? Vielleicht. Ronaldo. Vielleicht gehört Genie und Wahnsinn ist ja oft eine Begleiterscheinung. Also Van Gogh hat kein einziges Bild gemalt, ohne dass er mit Absinth vollgesoffen war. Ne? Also das ist vielleicht ein Teil des Ganzen. Aber Maradona, wir haben ja das mal erlebt nochmal, wir haben ja 87 sind die Meister geworden in Italien mit Neapel. Ja, ja. Und da hat man mich auch hingeschickt, um ein Maradona-Stück zu machen. Aber man kam natürlich nicht an ihm ran und wegen Pünktlichkeit. Sie wurde an die Geschäftsstelle gebeten, um ein paar Drehtermine abzusprechen. 6 Stunden gewartet, bis einer endlich mal rauskam und sagte, geht nichts. Und da haben wir aber rausgekriegt, wo der wohnt. Und haben wir dann ein bisschen gefilmt und er war so wie so ein Stadtheiliger, der konnte gar nicht mehr in die Öffentlichkeit, weil er erdrückt worden wäre. Das heißt, es gab so einen kleinen weißen Lieferwagen, der brachte immer das Essen. Ja. Und er stand auf dem Balkon und haben wir gehabt im Bild. Aber wir waren ein bisschen zu spät mit der Kamera. Da habe ich dem Lieferwagenfahrer gesagt, komm, hier hast du mal 10.000 Lire, fahr nochmal um die Ecke und bring nochmal Essen. Ja. Aber wir machen immer alles doppelt mit dem König von Marokko, mit dem Lebensmittellieferanten von Marokko. Ihr seid Gauner. Ja. Aber es war ja alles wahr, nur halt nochmal nachgestellt. Ja. Ja, ja, ja. Aber dass er dann am Ende nochmal Trainer wurde, wie hast du das gesehen? Ja, ja, ich hab das ja kommentiert, 2010, da war das gegen uns, das 4:0 in Kapstadt. Für Deutschland. Da, ja, da stand er wie so ein Rinderbaron, ja. Ja, und wirkte und umarmte und küsste immer seine Spieler und so. Der hat gedacht, dass seine Autorität durch seinen Namen alleine ausreicht. Also taktisch war das alles. Ich habe keine Ahnung gehabt, hat man das Gefühl, null, er konnte null, nichts. Null. Am Gegensatz zum Beispiel zu Beckenbauer, wo es immer hieß, der hätte nur gesagt, geht's raus und spielt Fußball. Das stimmt nicht. Nein, 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 nein. Da war viel mehr. Aber große, große, große Namen des Fußballs, die uns alle viel auch gegeben haben. Es sind Künstler so wie Rockstars. Wer musikaffin ist, der liebt die großen Rockstars, die großen Musiker. Und wer Fußball liebt, der muss sich eingestehen, dass es auch ein Spieler wie Maradona ist. Ja, genau. Aber was wäre die Fußballwelt ohne solche Leute? Ja. Und was wäre die Musikwelt ohne die großen, ohne die Stones, wenn der Vorhang aufgeht und Jagger guten Abend sagt? Das muss einen natürlich irgendwie auch beeinflussen. Ja. Also, wenn man da auf dem Boden bleibt, absolut, hat man einen sehr starken Charakter. Ja, ja, so ja, ist es. Wir gehen einen Schritt weiter, Bela. Deine Arbeit hat 2 Bereiche, so sehe ich das von außen. Der eine Bereich ist die normale Alltagsarbeit im Bundesliga-Geschäft. Samstags im Stadion, dann wird, das kannst du vielleicht auch mal kurz erklären, was du da an Berichten zusammenstellst, wovon das abhängig ist. Ich nehme an, vom aktuellen Sportstudio. Ja, genau. Wie läuft das ab? Ja, das ist ein normaler Alltag. Das ist, wir haben einen Mitschnitt, ein sogenanntes Signal, das kriegt die ganze Welt, also ist identisch, weil die Rechteinhaber gibt es ja auch in Südamerika oder in Nordamerika oder in Asien. Und da bekommen wir einen Mitschnitt. Und da haben wir einen eigenen Kameramann noch dabei, falls der Autor eigene Ideen hat, einen speziellen Spieler herausstellen will, dann macht er halt Studien oder sonst was. Oder hat dann die Chance, noch eigene Interviews zu führen. Das sind dann mehrere Quellen. Und wir haben eine abgesteckte Quelle, so eine Art taktische Kamera, so ein Hintertor hoch, wenn man ein Tor einfach, sagen wir mal, sehr fachlich erklären möchte. Und die 3 Quellen hat man dann. Und dann geht man entweder damit in einen Wagen, der am Stadion parkt, ja, und schneidet das zusammen. Bei größeren Spielen, bei kleineren Spielen fährt man einfach in ein nahegelegenes Fernsehstudio. Dort liegen diese ganzen Signale auf, außer dem eigenen gedrehten Material, das nimmt man dann mit. Und daraus baut man sich so ein Ding. Da ruft man an und sagt, was wollt ihr haben? Da sagen 8 Minuten oder 5.
5 oder 4 oder sieh zu, dass du nach Hause kommst, dein Spiel war nichts, mach nur 3. Dann wird das gemacht, getextet, gesprochen ja. Und entweder je nach Lage des Ortes Übernachtung oder wieder nachts. Wann muss alles in der Kiste sein abends? Das muss am 22 Uhr abends alles 22.30 Uhr spätestens fertig sein. Ja. Und ganz oft mache ich ja das Top-Spiel, das ist ja, das ist ja das Free-TV exklusiv, also das erste Mal ohne Pay-TV-Ausstrahlung, das sind 20 Minuten immer, die machen wir immer vor Ort. Ja. Da schneidet eine Parallele, ich sage, Jens, die Szene, 3 Slow-Mos, nee, lass die mal weg, hier nur 2 Slow-Mos, einmal angucken, sprechen und wenn es nicht passt, so ein bisschen korrigieren, aber das ist dann auch, also eigentlich auch frei gesprochen, ohne großen Text, bis auf den Einstieg und den Schlusssatz. Deine Arbeit auf der Tribüne habe ich ja schon mal aus nächster Nähe so ein bisschen mitverfolgen können. Da liegt allerhand Zeug bei dir rum auf dem. Das werden Rituale sein. Wie gehst du vor? Ja, Zigaretten, ja. Das ist schon klar. Da darf man ja alles nicht mehr. Ja, die Welt ist ja moralisch geworden. Einfach Datenmaterial, was wir ja zur Verfügung haben. Du hast Textmarker da rumliegen. Den Textmarker, genau. Unterschiedliche Farben, warum? Genau, die eine Farbe, die Szene ist ein Muss. Die andere, ist das, wenn die einen längeren Bericht haben wollen, die Szene ist ein Kann. Ah, jetzt verstehe ich, zu begreifen. Also rot ist Muss und gelb ist Kann, die Farben kennst du auch. Ja, so ist ja aber gut, aber da hab ich nie von Gebrauch gemacht. Ja. Du hast das ja verfolgt. Ja. Dann hast du Bonbons da rumliegen. Ja, genau. Das warum? Um weniger zu rauchen. Ah, okay. Salbei-Bonbons, also schön für die, schön für die Stimme. Wenn du jetzt ein Spiel hast, sag mal Borussia Dortmund gegen Bayern München, wann verlässt du dein Haus? Borussia Dortmund, Bayern München, das ist meistens ein Abendspiel. Also Anstoß 18.30 Uhr, wir treffen uns meistens um 15.30 Uhr im Stadion, um uns die Sky-Konferenz anzugucken. Ich wohne in Hessen, 2,5 Stunden minus 15.30 Uhr. Was ist das? 14.30 Uhr. Wer solche Fragen aufwirft, muss sie sich selber geben. 13 Uhr ungefähr. Ja. 13 Uhr bei den Abendspielen. Ja. Und dann vielleicht, wenn ich nochmal einchecken will in das Hotel, weil das wird ja spät in Dortmund, dann auch schon mal um 11 kurz aufs Zimmer. Oft dann noch örtliche Zeitungen, regionale Zeitungen, die haben manchmal so Kleinigkeiten drin, ja, klar. Die nicht überall stehen. Das war mehr was fürs Gefühl, fürs gute Gewissen, dass man alles gemacht hat. Ja, als Schiedsrichter hatte ich immer das Gefühl, das war mehr als ein Gefühl, sondern wir wussten es und haben dann immer darauf geachtet, wer ist abends im aktuellen Sportstudio. Und man hat ja nichts mehr nicht gefürchtet, aber gehasst, wenn jetzt ausgerechnet der Klopp oder irgendeiner im Sportstudio war und man hat das Spiel mittags gehabt. Ja. Da habe ich immer gewusst, meine Güte, du kannst wieder keinem Herrn dienen. Nein. Es kommt irgendwas, ein nicht gegebener Elfmeter, irgendwas mit dem Klopp wird kommen. Ist das so? Das ist so. Und heutzutage ist egal, welches öffentliche Wort man von sich gibt, kommen ja die von einer Seite die einen, ja. Die kriegen einen Tobsusanfall oder wenn man was ins Gegenteil sagt, kommen die anderen und kriegen einen Tobsusanfall. Wir sind unentspannt ein bisschen. Gewohnt. Die Gesellschaft. Gut, wir kommen zu dem zweiten Bereich. Live-Kommentierungen im Stadion selbst. Wie sieht das aus. Also ich muss erstmal vorausschicken, wie ich es überhaupt geschafft habe, Fußball-Live-Reporter zu werden, weil da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Also ich war im Blick des damaligen Chefs für den großen Live-Fußball so praktisch vorgesehen für die nächsten Jahre. Und dann hat man also Jugendländerspiele eingekauft und solche Sachen, damit wir ein bisschen Mikrofonsicherheit kriegen. Bei Olympischen Spielen 92 habe ich Wasserball kommentiert. Fast immer einmal habe ich verschlafen. Jetzt kommt die Geschichte. Ja? Wir haben ja immer an den ARD-Tagen, dann bei dem Turnier mit dem Thomas Wag zusammen, den Rückblick, den Olympia-Rückblick, der ganz aktuell sein musste, geschnitten und manchmal bis morgens um 3 oder bis morgens um 4. Das war auch so, danach gab es an der Hotelbar noch einen kleinen, aber wirklich nur eine halbe Stunde. So, ja, und dann hieß es, ja, du hast morgen Deutschland-Tschechien, Wasserbeispiel, wir schalten ab und zu mal hin so ein Vorrundenspiel. Die haben dann plötzlich in der Nacht oder morgens beschlossen, das Ganze zu zeigen. Damals gab es keine Handys. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe ein bisschen verschlafen. Konntest du nicht geweckt werden, meinst du damit? Naja, ich konnte auch nicht anrufen, dass ich zu spät dran bin. Ich bin in den Stau geraten. Das war ausnahmsweise wirklich so. In Castel de Fels haben wir gewohnt, also 40 Kilometer südlich von Barcelona. Bin in den Stau geraten und konnte einfach niemanden informieren, dass ich zu dem Spiel nicht pünktlich erscheinen werde. Aber die moderieren auch gnadenlos an und wir schalten jetzt zum Wasserball, Bela Reti bei Deutschland gegen Tschechien und Plätscher, 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 kein Mensch da. Ja.
War das so? War so, ja. Ja, ja. Ja, aber ein bisschen Theater. Ja, und dann hieß es ja, kein Wunder, wenn er bis um 4 Uhr an der Bar steht. Ich sage, Moment, aber ich bin um 3:30 erst von der Arbeit gekommen. Das ist aber nie so lustig dann. Naja, und auf jeden Fall, Karl Sender, der Chef, der sagte, also du passt, pass auf, das geht eigentlich nicht. Eigentlich musst du nach Hause fliegen. Sag, du gib mir ein Ticket. Nee, nee, bleib hier. Aber bei der großen Konferenz sich entschuldigen, dass das passiert ist. So, und dann habe ich mich entschuldigt, alles war in Ordnung. 3 Tage später kommt der Chef. An unserem einzigen halben freien Tag. Bin ich zu lang? Nein, nein, um Gottes Willen, ja. Ich habe nur meinen Musiker das Zeichen gegeben. Alles gut. Und er sagt, Bela, nicht nur du machst Fehler, auch wir. Ein Kollege wohl war eingeteilt für ein Supercup-Spiel. Hannover 96 war deutscher Pokalsieger gegen VfB Stuttgart. Und der hat aber währenddessen schon den Sender gewechselt, der war nicht da. Und die haben keine Reporter gehabt. Und da, du okay. Hast ja die ganze Zeit schon geübt oder auch mal nicht geübt, wenn du im Bett lagst. Aber würdest du das Spiel machen am 3 Tage nach Olympia? Und dann ab nach Hannover und dann wurde ich Live-Reporter. Also so begann das Ganze. Fand das total katastrophal, weil ich auch übermüdet war und auch nicht richtig vorbereitet. Und man kann das sogar noch auf YouTube, irgendwo findet man noch den Schnipsel. Genau. Da heißt es, als es bei Bela begann oder so. Genau, genau. Hannover gegen Stuttgart. Stuttgart mit Christoph Daum als Trainer. Ja, und dann war ich wieder gleich UEFA Cup. Ajax im alten Stadion gegen Kaiserslautern und erstes Spiel von Clarence Seedorf als 16-Jähriger, habe ich kommentiert, weiß wow, ich nicht genau, der ist damals eingewechselt worden. Ja, und dann, was war die Frage? Live-Fußball. Live-Fußball. Und seitdem das 400 Spiele. Ja, es ist eine Menge, man hat sich an dich gewöhnt. Es ist eigentlich eine Ausnahme gewesen, wenn die großen Spiele stattfanden. Und ZDF warst du ja sowieso gebucht für diese Dinge. Aber dann live zu kommentieren, das ist ja dann doch etwas anderes. Man kann es, hat man am Ende einer, oder jetzt nach einer so langen Zeit, merkt man doch immer mehr, dass man es nicht allen recht machen kann. Ging es dir als junger Mensch auch so, wie mir als jungem Schiedsrichter, dass man das Gefühl hat, das muss doch eigentlich jedem passen. Du gibst dir doch... Nein, da bin ich völlig anderer Ansicht. Man kann nicht so leben, dass man es jedem Menschen recht macht. Das ist ja unmöglich. Wir hatten ja Zuschauerzahlen von bis zu 32, 33 Millionen. Ja, also wie soll man das denn hinkriegen? Man muss versuchen, sich selbst treu zu bleiben, man muss sein Gewissen sauber halten, dass man alles dafür getan hat, dass man das gut macht, fachlich gut macht, inhaltlich gut macht. Man hat auch mal einen schlechten Tag, klar. Ja, klar. Doch. So, aber also das ist völlig absurd, diese Menge an Zuschauern sich vorzustellen, weil dann kriegen sie sofort ein Kloß im Hals. Das können sie nicht machen. Ja. Also das... Also ich bin da völlig relaxed und wie jemand schimpft, schimpft er eben. Also ich mein Lampenfieber, kennst du sowas? Nein, bin ich nicht der Typ für. Was heißt das? Ich bin kein Typ für Lampenfieber. Wärst du besser Pianist geworden, sag ja, mal. Ja, genau. Die hätten wir gebraucht. Aber zum Teil ist die Kritik dann auch manchmal so irrational, dass man damit überhaupt nichts anfangen kann. Und dann muss man auch einen Panzer um sich bauen. Wir können das Niveau ja nicht beliebig senken. Ja, aber das, da hast du recht, das ist ein guter Spruch. Aber kein Lampenfieber zu haben, ich meine, wenn ich etwas live kommentiere, geht es mir ja nicht so gut wie Herrn Auffenberg vom TV, der auch unter uns sitzt, der schreibt das und wenn es ihm nicht gefällt, schmeißt er es in den Mülleimer. Ja. Wenn du etwas sagst, ist es raus. Das ist raus, das ist so. Das ist aber, das weiß man, wenn man diesen Job anfängt. Also ist auch kein Problem. Man kann auch einen Fehler machen und sagen, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Also ich habe mich da vertan. Ich finde es auch nicht schlimm. Wann meinst du, muss man es sofort korrigieren? Bei eindeutigen, wenn man falschen Torschützen hat. Ja, wir müssen ja von eigentlich, wir sitzen sehr weit weg. Das heißt, du kommentierst oft von Position. Das heißt, also, wenn der rechts außen, der immer auf rechts außen ist, das Tor macht, dann kann man aus unter ähnlich aussieht, dann kann man schon mal schon falschen Namen nennen. Aber ich will jetzt mal das Tor muss sagen, sorry, die haben gekreuzt, der andere war rechts und es waren ja, ja. Max und der Moritz. In aller Regel hast du einen Monitor direkt vor dir. Bist du jemand, der 90 Minuten über den Monitor schaut oder jemand, der eher in den... Eher auf dem Platz, sonst könnte man ja gleich im Studio bleiben. Ja, das heißt, man muss die Situation fern vom Ball auch beobachten. Wie bewegt sich eine Mannschaft? Welche Strategie hat sie? Spiele ohne Ball, Laufwege, das kannst du nicht im Fernsehen erkennen.
kennen, das musst du versuchen dann zu beschreiben. Wie kann man Emotionen kontrollieren? Du hast ja welche, das merken wir ja. Man muss sie gar nicht kontrollieren. Man muss halt, sagen wir mal, sich professionell verhalten und nicht den Schiedsrichter als Vollidioten bezeichnen. Ja, das, du warst, ich muss ehrlich sagen, ohne dir jetzt Honig um den Mund schmieren zu wollen, du warst eigentlich bis auf kleine Ausnahmen sehr vorsichtig und sachlich. Also persönlich wurdest du eigentlich nie. Nee, das gehört sich aber auch nicht. Die haben ja auch nichts verbrochen. Auch die Schiedsrichter, wenn sie einen Fehler gemacht haben, wo der Torwart daneben greift oder der Stürmer den Ball nicht trifft, das ist ja kein schlechter Mensch deswegen. Nein, es war nicht persönlich. Deshalb, wenn es hieß, Reti kommentiert, das hatte ich immer das Gefühl, oh ja gut. Das wäre auch anmaßen, jemanden in seiner Person zu attackieren, nur weil er einen Fehler gemacht hat in seinem Job. Oder vielleicht nur einen vermeintlichen Fehler. Vielleicht habe ich das nur als Fehler gesehen, das weiß ja gar keiner. Ja. Vielleicht gibt es sogar Parallelen von einem Kommentator zu einem Schiedsrichter. Es ist, vielleicht doch gibt es da Dinge. Es ist doch so, wenn ein Schiedsrichter gar nicht auffällt, dann ist er gut. Ja, das musste man mir aber am Anfang erst mal beibringen. Ja, und wer hat das getan? Ja, das habe ich selber. Selbsterkenntnis ist ja da auch etwas, das man letztendlich auch, man bekommt auch einen anderen Blick für den Fußball, für das Gesamte, mehr Übersicht, so wird es dir auch gehen. Ja. Aber auch ein Kommentator kann nicht immer unauffällig bleiben. Ein Schiedsrichter kann das auch nicht immer. Aber er verändert auch seine Art. Also zum Beispiel, als ich anfing 1992 mit Live-Fußball, da sah alles aus wie die zweite Super-Slow-Mo heute. Das war viel, viel langsamer. Ja? Und man hat Zeit ohne Ende, sich da auszubreiten und Hintergrundgeschichten und sonstige Sachen zu erzählen. Das geht nicht mehr. Der Fußball ist so schnell geworden. Wenn du einen Moment auf irgendeine Karteikarte guckst oder irgendeine kontrollierst, hast du schon das Wichtigste verpasst. Die entscheidende Szene des ganzen Spiels. Und wenn das passiert, da hast du die Shitstorm auch verdient. Das ist so. Deshalb darfst du im Prinzip nicht mehr wegschauen, du musst draufbleiben. Das heißt, man muss seine Methoden noch ändern. Ich habe nichts ausformuliert, das war ja nur noch so einen ganz kleinen Stichwortzettel von Themen, die ich... Da liegt ein Zettel bei dir rum. Immer. Also zwei, die Aufstellungen, A und B. Ein DIN-A4-Zettel. Und ein Zettel mit so Stichworten, bei Live jetzt. Ne? Lesen kann man zwar nichts drauf, das liegt in deiner Schrift. Nee, aber ich kann meine Schrift schon lesen. Ja. Früher wäre ich Stenotypistin geworden. Ja. Also so ist das. Jeder hat seine Rituale. Wir haben das Thema Fußball kommentieren mal angestochen. An der Stelle wird gebremst. Ich schlage jetzt mal vor, erstens werde ich mir jetzt bei meiner Frau ein Handy organisieren, damit ich auch sehe, wie viel Zeit wir haben und noch haben und immer noch haben und so weiter. Weil dann sonst bleibe ich orientierungslos. Ich finde es hochinteressant. Es ist ein Bereich, ich meine, ich komme ja nun auch aus dem Geschäft, überhaupt mal jemanden wie dich zu haben und dann auch mal zu erfahren, wie denkt er, wie setzt sich das alles zusammen. Ich danke dir herzlich für die Einblicke in dieser ersten Runde. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Thank you.
Quartett, meine Damen und Herren. Ja, wollen wir in die zweite Halbzeit starten? Und ich habe es angedeutet, jetzt gehen wir mal richtig in deine Arbeit, in die Turniere, in die großen Spiele. Starten will ich mit 1996 und diesem Finale. Es war dein erstes großes Finale, Deutschland-Tschechien. Genau. Und das habe ich erst erfahren am Donnerstag davor. Okay. Ja? Also 3 Tage vorher. Das ging damals eher so nach Tagesform. Also es waren ja nur 2 Reporter damals bei uns am Start. Und dann hat man sich eben für mich entschieden. Erstes Finale, erstes Golden Goal der Fußballgeschichte. Ja. Erstes Desaster mit einem neuen technischen Gerät namens Laptop. Das darfst du mal erzählen. Das war damals Teufelszeug. Und stürzte immer ab. Es stürzt heute also auch noch, aber nicht so oft. Und heute wüsste ich, wie es geht. Und am Tag des Spiels wollte ich irgendwas nachtragen, irgendeine Info. Normalerweise habe ich ein Ritual, dass ich am Spieltag selber eigentlich mich fernhalte vom Fußball erstmal. Und dass die Lampen erst richtig abends erst dann angehen hier, wenn die Mannschaft losgeht, wenn die Stimmung da ist, wenn man die transportieren kann, wenn man den Rasen riecht. Und so habe ich ein bisschen zurückgenommen. Und dann habe ich aber noch auf der Oxford Street in London habe ich so 2 Zeitungen gekauft und ein paar Kleinigkeiten noch entdeckt, die ich ergänzen wollte in meinem Kasten da, in meinem Höllengerät. Und das ging aber nicht mehr, also es ging an und war schwarz, unwiederbringbar. Und du warst es schuld auch. Ich war, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich, aber so kaputt, wie das war, weiß ich nicht, war einfach, wahrscheinlich waren das die ersten, kleinen Fehler von diesen neuen technischen Geräten. Es kamen Techniker vom ZDF und versuchten, da was zu retten, also ging gar nichts. Unfassbar. Ne? Also die Arbeit von 3 Tagen vor dem ersten Finale, was ich jemals vor der Brust hatte. So, und da versuchst du dich mal selbst kennenzulernen dann, ne? Ja. Also, wo liegen deine Nerven? Aha. Sind die zu Fuß? Sind die blank? Ich habe mich erstmal aufs Bett gelegt, habe die BBC angemacht, habe mir so einen Tierfilm angeguckt. Ich weiß noch, Giraffen waren dabei, das war sehr schön, das beruhigt. Dann habe ich meinen Assistenten angerufen, ich sage, Martin, wir haben ein kleines Problem, der ist aber auch ein eher ruhiger Typ. Martin Schneider. Dann fahren wir halt mal ein Stündchen früher raus, sagt er. Aber zwischendurch müssen wir nur anhalten, ich habe Hunger. Also der war, also ob nichts geschehen, weil ich sage... Er hatte keine Verantwortung. Ja, aber der war eher, hat so was so Meditatives gehabt. Ich war so, okay, das tut jetzt auch mal gut. Und dann haben wir gehalten auf dem Weg nach ins Wembley-Stadion. Das noch alte, also das noch nicht umgebaute Wembley-Stadion. Ja. Auf dem Weg war so eine kleine Bude, das war so ein Inder, der verkaufte aber auch Pizza. Und der Martin schob sich sofort dieses Wagenrad rein, aber die Rückseite war frei von diesem Pizzadeckel. Und irgend so ein Fahrer chauffierte uns und da haben wir so einen Strich in der Mitte gemacht, links die deutsche Mannschaft, rechts die Tschechen. Und haben dann im Auto da überlegt, was uns so jeweils, wir haben schon das ganze Turnier ja gesehen, so spontan einfällt. Also um die Fettflecke herum. Aber EM-Endspiel. Dann waren wir im Stadion, dann haben wir uns auf unseren Reporterplatz gesetzt, alleine. Wir waren wirklich die Ersten im Stadion und haben einfach so ein bisschen inhaliert, Wembley. Und dann noch ein paar Sachen, da gab es so ein Tischtelefon, auch damals gab es ja noch keine, zumindest funktionsfähigen Handys, außer so tragbare Telefonzellen, so 10 Netz, glaube ich. Ja. Und dann den Sportinformationsdienst angerufen, die Agentur, für ein paar statistische Zahlen, Länderspielzahlen, Tore, wer ist eigentlich der Schiedsrichter, wie alt, wo kommt er her, alles vom SID, war alles im Rechner, war alles weg. So, und dann begann das Finale und habe ich gesagt, also Alter, wenn du das jetzt also mit diesem Pizzakarton vor mehr als 30 Millionen Leuten hinbekommst, mit dem ersten Golden Goal, von dem die Mannschaft auch nicht mehr genau wusste. Ja, Die hat einen Moment gezögert und dann riss sich Bierhoff dann das Trikot vom Leib. Unfassbar. Das ging kriegsgeil, das kann im Leben nicht mehr viel passieren. Ja. Ja, so war's. Golden Goal, auch für dich das erste Mal, dass du, muss man da
wird man da, zückt man nicht auch eine Sekunde, wenn es passiert, ist das jetzt so oder ist es nicht so? Nee, also eigentlich war ich hundertprozentig sicher, dass diese Golden Goal Regel so ist, wie sie war. Ja. Aber du weißt ja selber, wenn du todsicher bist und irgendjemand in deinem Umfeld irgendwie unsicher wirkt, zum Beispiel, und es war nicht mal mein Umfeld, es waren die Spieler, der Bierhoff macht das Tor und da ist eine Sekunde, das gucken die sich so natürlich an. Und so eine Sekunde kann eine Ewigkeit sein. Ja. Und auch der Jubel war irgendwie seltsam. Die haben nur abgewartet, die Sekunde, und dann ging es los und habe ich gesagt, ist alles klar, Deutschland ist Europameister. Ja, das war der Satz. Deutschland ist Europameister. Mit dem ersten Golden Goal der Fußballgeschichte durch Oliver Bierhoff. Das war der als Tourist mitgefahren war, mehr oder weniger. Ja. Ja, weil die damalige Frau von Berti Vogts gesagt hat, er sei so nett. Ja? Monika Vogts. Ja. Und das sind aber schöne Insider, oder? Ja, ja. Ja, er sei so nett. Der ist eingewechselt worden für Mehmet Scholl. Der ist darüber heute noch sauer. Ja. Ja. Und dann macht er dieses Tor. Der macht beide Tore. Ja. Der macht nicht nur das Golden Goal, der macht auch das erste deutsche Tor. Aber das Golden Goal war ja ein komisches Ding, du. Da wird man ja sagen, der kann normal nicht rein. Aber der Bode hat da geschrien links rum, weil er sich rechts rumdrehen wollte, hat er mal erzählt. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da waren die alle. Und Tschechien führten durch ein ungerechtes, jetzt wird es heute nicht mehr geben, ein Foul, was ein Foul war, aber ungefähr 6 Schritte außerhalb des 16ers von Matthias Sammer. Und da gibt der Schiri Elfer. Also glatte Fehlentscheidung. Ja, gut, der Videoassistent gab's war scheinbar nicht da. Ja, ja, gab es den noch nicht damals? Es gab ja auch keine Handys. Ja, und dann waren wir halt hinten und im Rückstand. Golden Goal. Und es war insofern aber mit dem Pizzakarton, das war eine super Anekdote, aber ich habe das allererste Gruppenspiel der Deutschen ja auch kommentiert in Old Trafford. Und es war Deutschland-Tschechien. Also die haben sich in der Gruppe auch schon mal. Ja, aber trotzdem, man muss schon. Haben sie 2-0 gewonnen durch Siege und Müller. Gute Nerven haben an der Stelle. Dann kam 98. Und dann hast du wieder deine Sprache ein Stück weit ausspielen können. Ronaldo war vielleicht der Spieler dieses Turniers, ein besonderer Junge auf dem Feld und auch daneben. Und Brasilien ist nicht Weltmeister geworden, weil, wie wir vermuten, ein Sponsor auf seinen Einsatz bestand. Nike? Ja. Der Ronaldo offenbar so eine... Ja. Am Spieltag, also Roberto Carlos hat das später erzählt und auch der Zimmergenosse, der Eduardo, so eine Art epileptischen Anfall gehabt und trotzdem, und er stand am Anfang auch nicht auf der ersten gedrückten Aufstellung, die wir im Stadion hatten, es war ein ARD-Spiel, aber ich war dort, stand der Name nicht drauf. Und wir haben darüber mal eine Geschichte gemacht, versucht das aufzuarbeiten. Ja. Es gibt immer die sogenannten nationalen Kameras. Ich habe ja vorhin erzählt, dieses Signal, was alle kriegen. Ja. Und alle Anstalten haben auch das Recht, Kamerapositionen zu erwerben, um ihre eigenen Belange da ein bisschen besser darzustellen. Und da gab es im brasilianischen Fernsehsender Bandeirantes eine Szene, die mir der Reporter beschrieben hat, da in Brasilien bei der Aufarbeitung, wo der Nike-Vertreter auf den Trainer einredet. Das war nicht im Weltbild. Ja, ja. Und als ich dann dieses Material haben wollte, war diese Szene aber auch schon gelöscht. Also die haben sie dann... War nicht sauber. War nicht sauber. Die Franzosen waren gut, aber ihren Heimvorteil auch genutzt. Ja. Aber Brasilien war ja die Übermannschaft damals. Und wenn sie nicht Weltmeister werden, ist das eine nationale Katastrophe. Das ist noch anders wie bei uns. Dann geht man zur Tagesordnung über, das geht aber nicht in Brasilien. Und nein. Dieser Druck auf diesen Spielern auch, der muss ja unfassbar sein. Ein zweiter Platz ist unbrauchbar. Ja. Selbst wenn du im Elfmeterschießen 16-17 verlierst. Ja. Aber das, was da mit Ronaldo passierte, das ist dieser Schwächeanfall noch am Spieltag. Der ist ja ins Krankenhaus, kann auch eine Infusion oder was gewesen sein, die er kriegen muss. Und spielt dann trotzdem abends. Und das und hat keinen Ball getroffen. Also nix. Kein Ball. Also. Aber da muss vieles ineinander greifen. Der Sponsor und ich meine auch dieser Präsident. Ja. Ja. Ja, ja, das war also Teixeira. Das immer Teixeira, ja, der ist inzwischen auf der Flucht. Ja, ja. Und also
Wir können das Katar-Thema ja weiter ausdehnen. Ich meine, das ist ja, deshalb finde ich auch immer eine private Meinung auch, was die Aufarbeitung des Sommermärches angeht in Deutschland, dass wir da absolut übertrieben haben. Die billigste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Und dass man ohne ein paar Kompromisse, nenne ich das mal, kein Turnier kriegt, ist klar. Also es war die Russland. Sommermärchen. Möchte ich gern nachher noch ein bisschen etwas dezidierter eingehen, aber es ist das Gefühl, hat man, da werden Spitzensportler ein Stück weit wie Vieh behandelt. Es ist natürlich, es ist Menschenhandel und da werden Sportler auch kaputt gemacht, oder nicht? Und das ist kein Einzelfall, Ronaldo, das gibt's. Ja, wobei das war schon der extremste Fall. Das war extrem. Zumal wenn auch Videosequenzen gelöscht werden, dann weiß man auch warum, ne? Und wer wurde Spieler des Turniers? 1998. War es nicht doch Ronaldo? Oder Zidane, weiß ich nicht mehr. Ich meine sogar Ronaldo wurde noch Spieler, was auch eine Farce war, weil wie du sagst, er hat gar keinen Ball getroffen. Nur im Endspiel war er halt nichts, ne? Ja, klar. Ja. Gehen wir weiter. Dann hat man 2000 Belgien, Niederlande, eher unauffällig, 2002 Japan, Südkorea, Finale. Habe ich mein erstes Finale kommentiert, WM-Finale. WM-Finale. Das war übrigens das erste, das sind die zwei Giganten von neben, also die drei, es gibt drei Giganten, was die Erfolge angeht bei Weltmeisterschaften, Deutschland, Brasilien und Italien. Ja. Und es gab vor dem Finale 2002 noch kein einziges Pflichtspiel zwischen Deutschland und Brasilien. Vor diesem Finale? Ja, das war das Die erste. Haben noch nie vorher gegeneinander gespielt? Nein, noch nie. Freundschaftsspiele, ja. Aber nie ein Pflichtspiel, nie ein Wettbewerbsspiel. Und das war das erste Mal überhaupt, dass diese zwei Rekordnationen aufeinander trafen. Dass Deutschland damals ins Finale kam, man sieht, dass man auch mit einer reinen verteidigenden Mannschaft auch weit kommen kann. Die Mannschaft hatte keine Ausstrahlung, null. Nö, die schon, aber die hatte keine Qualität. Oliver Kahn. Aber von dem wir aber wissen im Nachhinein, dass ein Finger getaped war im Finale. Spielt bei dem keine Rolle. Ja, bei dem einen Fehler vielleicht auch. Ja, also den Ball, du meinst, also den Ball fallen lässt und Ronaldo einschiebt. Ja, genau. Ja, gut, aber es war, so hat man es als Zuschauer empfunden, es war eigentlich fast nicht Deutschland-Brasilien, es war Ronaldo gegen Kahn. Genau. Der Kahn schien unüberwindlich. Wobei die Mannschaft im Finale nicht schlecht war, aber Oliver Neuville war gut, Bernd Schneider hat sein bestes Spiel gemacht, also da waren schon ein paar dabei. Ja. Aber das war natürlich Rudi Völlers Resterampe, was er da gerade noch zusammengekriegt hat. Und, Freizeitmannschaft. Ja, aber die hätten schon, ich meine, im Viertelfinale auch alles vor dem Videobeweis, holt Thorsten Frings den Ball gegen die USA im Viertelfinale mit der Hand von der Linie. Das ist Elfmeter und rot, wurde gar nicht gepfiffen. Ja, das aber war gut, der, ist auch, das war der Hugh Dallas, den lobe ich immer noch für diese Tat. Hugh Dallas aus Schottland. Ich sage, Hugh, das war eine Leistung. Aber der Arm war angelegt. Der Arm war angelegt. Naja. Man sollte ja keine Emotionen hinzunehmen. Nein. Aber gut, man muss auch Glück haben. Ja, so ist das. Da gab es auch einen Schiedsrichter aus Ecuador, der hat immer so lange nachspielen lassen mit Korea-Torschuss. Er hat aber der wurde dann lebenslang gesperrt, warum auch immer. Ja, er durfte nicht mehr weiterfallen. Die feine Fußballwelt. Ja, gut, so ist das. Der Fußball ist natürlich auch ein Spiegel, das sagst du auch oft, auch ein Spiegel unserer Gesellschaft in vielen Bereichen. Ja. Er ist nicht besser, er ist aber auch nicht schlechter. Nee, als das, was wir sonst so antreffen in unserer Gesellschaft. 2004, hochinteressante Geschichte, die mich immer noch anfasst, was da ein deutscher Trainer geleistet hat, mit dem du persönlich auch viel Umgang hattest. Der hat mal auf meine Tochter mal aufgehört. Otto Rehhagel, wir reden von Otto Rehhagel. Ja. Ja, Rehakles inzwischen genannt in Griechenland. Der war bei uns 1990 bei der WM, war der Experte. Und meine Frau kam auch nach, wir wollten irgendwann mal Urlaub machen und dann wollten wir mal ein Glas Wein trinken abends. Und Otto trinkt ja kein Alkohol, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und seine Frau dabei ist. Ja, genau, das meinte ich mit Öffentlichkeit. Und da hat auch meine Tochter, die damals 3 Jahre alt war, aufgepasst. Und also Otto und ich hatten immer so einen ganz guten Draht und hat halt diesen Steinzeit-Fußball spielen lassen mit den Griechen. Das ging natürlich auch nicht anders mit diesem
mit diesem Kader. Aber vorne hat er schon den Charisteas. Er hat ja fast alles reingemacht, was da so rumlag. Genau, genau. Und hat natürlich das genau rübergekriegt, obwohl er die Sprache nicht konnte, sondern einen guten Assistenten hatte, der aus Stuttgart kam, ein Stuttgarter Grieche, der sein Dolmetscher war. Dass die Mannschaft für ihn gespielt hat. Also der war das wie Papa. Papa will, dass wir jetzt heute lieb sind, da sind wir mal lieb. Also Werder Bremen, 14 Jahre lang, die haben die Autorität, die Otto hatte und so Leute wie Basler und alle möglichen Menschen, die auch geschützt worden sind durch ihn. Ja, natürlich. Dann haben sie das alles versucht wiederzugeben, ihm wiederzugeben. Und dann, der war sehr pressescheu, also dann, was Otto, Otto. Ja, da gab es auch diesen Vorfall, weißt du, noch damals in der, da war er Lauterett, der ist ja gelernter Maler und Anstreicher. Ja, ja. Ne? Ja, gut, das ist ja Rubens, er sagt Rubens, ja. Aber genau. Und da hat der Konflikt mit der örtlichen Presse in Kaiserslautern und die auch so ein bisschen um die Ecke gefragt haben, da hat der Otto gesagt, nein, nur Fachfragen bitte. Und da sagte einer von der Rheinfass, ja, Herr Rehhagel, wir streichen gerade das Kinderzimmer neu. was empfehlen Sie denn dafür? Ist er aufgestanden und gegangen? Ja, ja. Man darf alles sagen, aber Otto ist ein intelligenter Mann. Das ist jemand, der das schon durchschaut. Und also schon gespürt hat, dass er das Fachfrage nicht durchging. Ja. Und dann, Und er wurde Europameister mit dieser Mannschaft. Das ist etwas, das wurde zwar damals gehighlightet, aber ich kann das immer noch nicht fassen. Genau, also mein Satz war am Ende, nach dem Schlusspfiff, also war das erste Endspiel von Cristiano Ronaldo. Der war 19 damals, ein junges, aufstrebendes Talent, CR7, Charisteas macht das Tor und Griechenland gewinnt. Ich sage, jammers, die Götter müssen verrückt geworden sein. Griechenland ist Europameister. Es wird es heute nicht mehr geben. Also ja, das ist unfassbar. Und ich hatte die Aufstellung als einziger Journalist vorher bekommen von Otto, weil ich ihn kannte. Da saß alleine wie so eine Sphinx in so einem Teehaus. Vorm Finale. Vorm Finale am Morgen des Endspiels. Ja, komm her, mein Junge, komm her, Junge. Oder wie diese kleinen Bewegungen wieder gemacht hat, als ob er Glühbirnen einschrauben würde. Genau. Komm her, Junge. Ja, und da fing ich an, also okay, im Tor, Nico Polini, ja komm her, ich schreibe dir das mal auf. Das war, habe ich leider verloren, das war auf dem Bierdeckel, stand die Startaufstellung der Griechen. Ich sage, also hast du wieder, super modern, Otto, ne? 9 Verteidiger so ungefähr. Moment, sagt er, modern ist, wenn man gewinnt. Und daher stammt dieser Satz, der auch, Mein Junge, mach's gut. Und du, mach das anständig heute, mach das anständig, ne? Ja, genau, ja, so hat das gemacht. Sagt, und bist du, wo die Portugiesen sind? Nein, ich bin neutral. Oh, komm, du bist noch nie neutral. Ja, das war Otto Rehhagel. Also ich habe den gemocht, aber gestritten bis aufs Letzte, weil er auch unnachgiebig war und er konnte auch sehr harsch und sehr barsch mit dir umgehen als Schiedsrichter. Das war aber trotzdem. Spiel war Spiel. Ja, aber es ist unglaublich, also es ist ein Trainer, das ist, glaube ich, weltweit einzigartig, dass der mit einem Aufsteiger Meister wird, mit Kaiserslautern aufgestiegen und Meister geworden. Und aber was noch härter ist, mit Griechenland Europameister zu werden. Boah, wir haben es denen allen gegönnt irgendwie auch, weil das ist eine Riesensensation im Weltfußball. Ja. Das war die größte Sensation seit dem Wunder von Bern 54. Da waren die Deutschen auch so außen. Ich sage, das ist unfassbar. Ne? Und dann hat man ihn nach Bayern München geholt und dann hätte man ihn nach wenigen Wochen am liebsten direkt wieder rübergefahren, zurück nach Bremen oder wohin. Genau, als Tabellenzweiten haben sie ihn entlassen. Ja, das geht in München nicht immer. Hammerhart. Schöner Satz vom Rehhagel, hatte ich mir mal aufgeschrieben. Mit 50 Jahren bist du als Trainer reif für die Klapsmühle. Dann will ich aber so viel verdient haben, dass ich erster Klasse liegen kann. Genau. Das war Otto Rehhagel. Sowas vergisst mich. Ich dachte, den muss ich mal mitnehmen. Das sind so Sätze, die kann lebt man... Lebt er wieder in seiner Heimatstadt? Jetzt lebt er wieder zurück. Er wohnt in Essen wieder, ja? Ja. Er ist noch ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber ist er ja schon alt. Ja. So ein bisschen für den DFB macht er noch was. Aber wenn wir schon bei den Trainern sind, was sind für dich die großen Trainer der letzten Jahrzehnte? Kann man das so einfach sagen? Also das kann man mit einer kleinen Geschichte schmücken. Hennes Weisweiler gehört dazu für mich. Den habe ich als Praktikant kennenlernen dürfen. Ach ja. Ja, ich war in meinem ersten Praktikumswoche und da hat ein Kollege ein Stück gemacht über Heinz Flohe, wem das was Köln, sagt. Der erste Nationalspieler. Köln wechselte dann von Köln, wo Weisweiler Trainer war, zu 1860 München. Und der erste Spieltag war Köln gegen 60 in Müngersdorf.
Und der betreuende Redakteur sagte, hier hast du eine zweite Kamera. Das war mein erster Dreh als Praktikant, noch während der zweiten oder dritten Woche. Und ich war im Innenraum und Flohe wird ausgewechselt. Und auf der Bank vom 1. FC Köln, da war Platz. Da saß Hennes Weisweiler. Ein Kameramann, der sagte, das geht nicht. Aber ich sage, wir fragen den jetzt mal was. Das kannst du nicht machen, wenn ich bin. Doch, wieso, machen wir jetzt einfach. Ja. Und da habe ich mich dann neben Weisweiler gesetzt auf die Bank. Auf die Trainerbank. Auf die Trainerbank, ja. Ja. Und dann merkt er das. Junge, was machst du denn hier? Ja, ich bin Bilaret, ich bin Praktikant beim ZDF. Ich hätte gefragt, Junge, du bist Trainer, kannst du nicht machen. Ja? Dann wollte ich wieder aufstehen. Dann sagt er, du bist noch neu, ne? Ja? Bist du noch neu? Bleib sitzen. Bleib sitzen. Ja? Habe ich meine Frage gestellt. Ja? Und später war in der Pressekonferenz, habe ich mir das angeguckt, geht er wieder an mir vorbei. Und ich sage, das war aber frech, das darfst du nicht mehr machen. Ne? Und ich habe meinem Reporter gesagt, ich habe Otto mit dem Weißweiler auf der Bank geführt. Unfassbar. Ja, aber das sind Sachen, die vergisst man ja nicht. Also war eine große Persönlichkeit, Jupp Heynckes. Die Wandlung von Jupp Heynckes zu einem großen Trainer. Als junger Trainer war der unheimlich nervig und anstrengend und immer beleidigt und mit sich selbst nicht im Klaren. Später war das eine Sensation natürlich. Ich habe das Champions League-Finale 2013 kommentiert, Dortmund gegen Bayern in Wembley. Und das war, sollte Heynckes letztes Spiel werden. Er wurde dann wiedergeholt von Hoeneß. Und dann in den Katakomben vom Wembley hat er mit mir 20 Minuten lang, während sie sich warm liefen, ganz normal unterhalten und mir die Taktik genannt und sowas. Also war immer ein offenes Rohr, auch unter dem größten Druck, als später, als älterer Mann. Vorher in Frankfurt hat er die besten Leute immer zum Waldlauf geschickt, weil er beleidigt war. Damals mit Boa, Gaudino, Bein und sowas. Das bestätigt nur das, was ich eingangs schon mal gesagt habe. Man gewinnt Übersicht auch eher. War ganz anders, viel, viel geschlossener am Anfang. Ja. Nachher wurde er offen. Er hat sogar mit Schiedsrichtern gesprochen und diskutiert. Und das war alles wunderbar. Aber ich habe auch Internationale kennengelernt, während der WM 90, Menotti, damals Weltmeister. Aber du magst die, weil sie alle geraucht haben, wie die Schlote. Ja, nee, der hat geraucht, aber der war aber auch ein geistreicher Mensch. Das sind oft Raucher. Ja. Also, naja, aber der war zum Beispiel, das hat mir die ganze Geschichte erzählt, der war ja unter Lebensgefahr. 1978 ist er Weltmeister geworden mit Argentinien, das habe ich alles am Tresen, also nicht Weltmeister, sondern die Geschichte erfahren. Der Diktator hieß Jorge Videla, also ein Schlechter. Nach dem WM-Sieg gegen Holland 78 hat Menotti, als der Diktator kam und allen gratuliert hat, sich abgewandt und ihm den Handschlag verweigert. Oh. Das kann ganz böse ausgehen in solchen Ländern. Also solche Persönlichkeiten, die sie waren und auch geblieben sind später. Hitzfeld, der schon die Probleme in der Mannschaft schon erahnt hat, bevor es überhaupt gab. Ganz sensibel. Also so, der hat alles das schon vordenken können. Ja. Gab schon große. Und interessanterweise, nehmen wir mal Heynckes raus, aber jetzt in die moderne Generation, was Mainz 05 da hervorgebracht hat, mit Klopp und Tuchel. Unfassbar. Ja, also das sind jetzt eher so die Jungs, die keine großen Fußballer waren, sondern halt große Trainer geworden sind. Klopp, zweite Liga. Auch sie sind heute anders als vor 10 Jahren. Ja. Tuchel, war jetzt bei Chelsea, der ist ganz viel offener und relaxter geworden anderen gegenüber. Ja, das musste er aber auch lernen. Das hast du schon, natürlich. Ja, gerade in Paris mit den ganzen Neymars und sowas, wenn du da nicht relaxed bist. Ja. Ja, ist dann landest du in der ersten Klasse, klappst du neben Rehagel. Ja. Ja, so ist es. Aber Neymar war immerhin, Neymar und David Beckham auf einer Stufe? Nein, Neymar ist für mich eine andere Liga. Warum? David Beckham ist ein Medienprodukt, ist total nett übrigens, ich habe ihn mal kennengelernt, das ist ein Medienprodukt. Eindimension, sehr schöne Flanken und sehr schöne Freistöße im Punkt. Frisur ist in Ordnung. Ja, und dann die ganze Spice Girls-Szene ist alles gut. Es ist sehr gut vermarktet. Also, ich meine, PSG hat ihn nochmal geholt, als er ganz schon am Ende seiner Karriere war. Und die haben allein durch den Trikotverkauf die Ablöse finanziert. Ja. Also, dann, aber das wird ja auch nicht wegen Fußball dann gemacht in Paris, sondern das ist in seiner Unterhaltungsbranche. Naja. Also, Neymar ist der viel bessere Fußballer. Ja.
2006, Sommermärchen. Was ist ach, da rest geblieben? Ach, war das schön. Würdest du da den Fußball in den Mittelpunkt stellen oder eher was anderes? Das Land. Ja. Das Land. Es war wunderbar, hier zu sein und hier zu leben. Das hat man auch als Feedback gekriegt von ganz vielen Menschen aus allen möglichen Ländern, die das Land überhaupt nicht kannten, die voller Vorurteile waren und auf einmal gesehen haben, was hier los ist. Der Kaiser hat das Licht angeknipst, das konnte der Beckenbauer sein, aber 4 Wochen lang war da schönes Wetter. Engländer, die erzählt haben, dass die Pubs bis 5 Uhr morgens aufhaben, wie schön die Hotels, die Geschäfte seien, die Menschen so freundlich, alle könnten Fremdsprachen, keiner hat sich für die Fähnchen geschämt. Ja, das war die beste Werbung aller Zeiten. Eine Befreiung. Für eine moderne Bundesrepublik, die allerbeste. Und ich habe dann noch mal so im Nachhinein gehört, zum Beispiel hier so über Tourismus, über TUI und solche Leute, 23% Steigerung an Reisen, also an touristischen Reisen von Ausländern nach Deutschland, die Städte sehen wollten, die das Meer sehen wollten und die Berge. Also einzigartig, ne? Wir sind auch Dritter geworden im Fußball, das ist okay. Ne? Also wenn man zu Hause spielt, will man natürlich Erster werden. Das haben die Brasilianer überhaupt nicht verstanden, wie feiert ihr den dritten Platz? Wir waren mit Tomaten beworfen worden. Vor allen Dingen, wie die deutsche Mannschaft dieses Spiel noch angenommen hat, diesen dritten Platz. Ja. Das war ein Fest in unserem Land. Das war ein Fest. Das war, kann also, ich nicht vergessen. Ja. Also wir sind auch als Reporter mit ganz wenig Schlaf rausgekommen, weil wir da immer hin und her gefahren sind. Und du wolltest das aufsaugen von vorne bis hin. Am Anfang, als die WM nach Deutschland gesagt, oh, hier, du Gelsenkirchen und München, was bist du jede Woche? Nein, es war ein anderes Gelsenkirchen, es war ein anderes München, es war ein anderes Frankfurt, ein anderes Deutschland 4 Wochen lang. Und sensationell. Ist es, ne? Ja, unfassbar. Und ist es typisch deutsch, dass wir jetzt im Nachgang nur noch herumkritteln und suchen? Man hätte gedacht, dass das typisch deutsche damals war, 2006. Ja. Da haben die sozialen Medien sehr viel zerstört. Ja, da sind zwar immer nur 5% nur der Nutzer, diese ganzen Twitter-Leute, aber diese sogenannte Spaltung entsteht, glaube ich, eher durch das Überzitieren von Extrempositionen, die in der Menge gar nicht so vorhanden sind. Also es entsteht ein Bild, was wir eigentlich gar nicht so haben. Das wird hervorgehoben, wenn er irgendeinen besonderen Dreck schreibt in den sozialen Netzwerken, und dann wird das als allgemeine Meinung oder als allgemeiner Trend. Ich glaube nicht, dass das Land gespalten ist. Ja, ich komme auf die sozialen Medien vielleicht im letzten Teil auch nochmal gerne zurück, weil das auch etwas ist, was mich natürlich umtreibt. Natürlich gab es immer schon Vollidioten, aber heute haben wir es halt schriftlich. Ne? Ja, die sozialen Medien haben einiges in die Lawine gebracht. Das ist so, und wir müssen damit auch ein Stück weit leben. Ja. 2014, Halbfinale Deutschland-Brasilien. In Brasilien, du bist Deutscher mit brasilianischer Herkunft, 7-1. Ja. Brauchen wir doch keinen Kommentator, oder? Nö, brauchen wir noch nicht. Ich habe auch aufgehört nach 29 Minuten. Die haben sie nur noch feiern lassen. Also man weiß doch nicht, was er sagen soll. Also, du bereitest dich auf ein Halbfinale vor. Drama pur, Emotionen, alles. Das gab es auch noch nie. Und, also, und dann habe ich auch nur gesagt, also, wie beim ZDF machen ja viele technische Fehler, liebe Zuschauer. Aber da oben diese Zahl, 4-0 stand, das stimmt. Also wenn jemand auf Toilette war oder Bier holen. Und nach 29 Minuten steht es 5-0. Also hast du noch 60 zu machen. Kannst du sagen, okay, wir sind im Endspiel. Ja. Und aber dann, ja, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, weil du dann dieses Vakuum hast im Prinzip. Ja, und die Spannung fällt von einem ab. Also man freut, ich wusste, dass Deutschland stärker, die Brasilianer haben ein Riesenglück gehabt, also schon vorher. Die haben immer Heulkrämpfe gekriegt, wenn sie den Elfmeterschießen gewonnen haben, weil die hatten einen Trainer, Luis Felipe Scolari, der die so unter Druck gesetzt hat, wenn diese Generation kein Weltmeister wird, dann sind das alles Versager, lalala. Also den Scolari. Ja, diesen Rucksack kann keiner tragen. Und die haben schon im Achtelfinale gegen Chile ein Riesenglück, aber Chile viel besser. Dann Kolumbien, also eigentlich gegen Nachbarn, wird Neymar schwer verletzt durch diesen Tritt des Kolumbianers. Da drohte auch sogar die Lähmung, der fehlte gegen Deutschland. Mhm.
Aber und Marcellos Opa war gerade gestorben, das haben wir später erfahren, das war wie ein Vater für ihn. Und das spielt ja auch eine Rolle, da spielt er wie aufgedreht. Ja, klar, klar. Also da kam einiges zusammen. Und ich fand das mal toll, wie respektvoll die deutschen Spieler, die waren selber konsterniert, was hier abgeht. Und dass sie die nicht versucht haben zu demütigen. Also dass man nicht. Man sah es in den Augen der Brasilianer, was das bedeutet. Das ist ja. Ja. Unfassbar. Und es ist ja heute noch so in Brasilien, dieses 7:1, das heißt auf Portugiesisch Sergio, es ist ein geflügeltes Wort geworden, wenn ein Tag komplett in die Hose geht. Also was weiß ich, die Frau verlässt dich, du hast den Job verloren und bist auch noch krank. Dann sagst du, also heute war mal wirklich ein 7:1. Und das ist im Volksmund jetzt inzwischen ein fester Begriff. Ja, wir sind Weltmeister geworden. Im Finale war bei der ARD das Finale. War bei der ARD, war bei Tom, ja, genau. Götze, mach's, ja. 1-0 ja. Gegen Argentinien. Gutes Spiel. Argentinien, erste 60 Minuten besser. Aber dann sehr, also ein großartiger Boateng, großartiger Schweinsteiger. Haben wir gedacht, das geht so weiter jetzt die nächsten Jahre. Aber dann gab es doch etliche herbe Dämpfer. Wo kommt sowas her? Was meinst du aus deiner fachlichen Sicht? Wir können es ganz einfach mal machen. Zum Beispiel 2018 ist auch Deutschland als Weltmeister in der Gruppenphase ausgeschieden. Mhm. Es war der vierte amtierende Weltmeister nacheinander, der in der Gruppenphase ausscheidet. Das heißt also, dieses Gefühl, ich bin Weltmeister, mir kann keiner was, ja, das bist du nur auf dem Papier. Das sind 4 Jahre dazwischen. Also dann ist diese Überheblichkeit, die dann dazu kommt. Dann hörte man, dass es mannschaftsintern Querelen gab, weil es hieß, das Leistungsprinzip sei ein bisschen außer Kraft gesetzt durch Jogi Löw. Allein die Torwartdiskussion, Manuel Neuer hat kein schlechtes Turnier gespielt, aber auch nicht so ein gutes wie sonst. Der war einfach Torwart. Wenn eine ganze Saison kein einziges Spiel macht, ja, und trotzdem Stammtorwart ist, kommen Diskussionen auf. Dann nimmt er nach dem Spiel gegen Mexiko, nimmt er Özil und Khedira raus, weil die schwach waren, haben ein Spiel Pause. Ohne Not kommen die dann gegen Südkorea wieder rein. Ja, da sagen die anderen, wofür trainieren wir eigentlich und so weiter. Also diese ganzen Schwankungen, Stimmungen, Strömung. Bist du Fan von Löw oder eher nicht? Ja, ich bin jein. Also ich bin Fan von niemandem. Ich erkenne ihn. Du weißt, was ich meine. Ja. Also er kann nicht coachen im Sinne von am Spielfeldrand coachen. Wenn er sieht, es läuft schief, ist er zu mit sich selbst beschäftigt oder zu nachdenklich, um das zu verändern. Nicht intensiv genug, das kann er nicht. Was er gekonnt hat, ist den Stil des deutschen Fußballs zu verändern, was nachhaltiger ist sowieso für mich als das Thema. Der deutsche Mannschaft spielt einen wunderschönen Fußball über Jahrzehnte, war dauernd im Halbfinale, Endspiel, das ist, aber da ist keiner, der punchen kann, der für den letzten Erfolg steht, ist nicht der Typ für. Also, und diese Gerüchte, die Besten spielen gar nicht, ich meine, du weißt doch immer mehr. Nein, das ist, wir müssen fair sein. Wir Journalisten hätten wahrscheinlich einen ähnlichen Kader benannt, wie 2018, wie er benannt worden ist. Also hinterher wissen wir auch alles besser. Ne? Das ist, der hätte innerhalb des Kaders, damals war Julian Brandt gut drauf, spielt aber nur 10 Minuten immer, traf dabei dreimal den Pfosten. Also der hat dann sich, und dann hat Leute, die er zu Recht rausgenommen hat, wieder reingetan. Da gab es Grüppchenbildung. Dann haben sie keine Standards trainiert. Die Spieler bestanden drauf. Die haben in Brasilien 4 Tore bis zum WM-Sieg durch Standards erzielt. So wichtig ist das. 4 Tore in einer Endrunde ist eine Menge. Ja? Und also gibt es 1000 Gründe. Aber ich mag Löw sehr als Mensch. Ich mag ihn auch als Gestalter, als Ausbilder, als Lehrer, als Visionär. Und mit den Schwächen manchmal an entscheidenden Punkten. So ist es. Gehen wir noch kurz, bevor wir noch mal ein bisschen Musik machen, in die heutige Zeit. Dein letztes Turnier war jetzt 2021, wo du dann auch als Kommentator eingesetzt warst. Diese Geschichte mit dem Eriksson, das ist etwas, was mir auch noch ein bisschen nachläuft. Das habe ich kommentiert, ja. Du hast das Spiel kommentiert, ja. Ich erinnere mich daran, wir waren ja alle fassungslos. Der sinkt zu Boden. Und dann die Frage,
aus deiner fachlichen Sicht, wie kann man sowas kommentieren? Wie hast du es gemacht? Wie siehst du es im Nachhinein? Ja, das ist eine Geschichte. Vielleicht erklären wir die Situation noch mal ganz kurz. Ja, also das war Auftaktspiel in der Gruppe Dänemark gegen Finnland, 18 Uhr Spiel im Stadion Parken in Kopenhagen. Ja, das Spiel läuft so vor sich hin und ganz normal. Und auf der anderen Seite, hier war der Reporterplatz und auf der anderen Seite, fast Höhe Strafraum, gibt es einen Einwurf für Dänemark. Und auf einmal liegt da ein Däne. Ja. So. Kann passieren, dass er einen abgekriegt hat, keine Ahnung. Aber dann komme ich schon in hektische Gesten. Und die werden immer nervöser und Mediziner rennen auf den Platz und du guckst dahin und die anderen Spieler verdecken ein bisschen den Liegenden. Auch das Fernsehbild hat das nicht dargestellt. Aber man konnte sehen, dass sein Bein draußen war, das bewegt sich nicht. Ne? So, und dann hast du auch einen Assistenten und er sagt, pass auf, es kommt einer mit dem Defibrillator. Da kam einer mit so einem... Ja. Mit so einem Koffer an, er sagt, oh Gott, jetzt kommt er mit dem Defibrillator. Der ist ohnmächtig. Oder so, auf jeden Fall. Und dann ging es los, haben wir von oben gesehen, diese Bewegung. Dann fingen die an zu pumpen. Ja, dann habe ich gesagt, gar nichts mehr. Ich sagte, Leute, ich bin jetzt dermaßen mitgenommen und geschockt. Ich habe das Wort sterben und hier stirbt, also habe ich nicht im Mund genommen. Nein. Sondern ich habe gesagt, wir wissen nicht genau, aber es ist sehr dramatisch, was hier gerade mit Christian Eriksen, dem Kapitän Dänemarks, gerade passiert. Und habe da, glaube ich, 5 oder 6 Minuten geschwiegen und habe dann abgegeben im Studio. Und ab und zu haben sie uns zu uns zurückgeschaltet auf den Reporterplatz. Und wir haben dann dadurch neue Informationen bekommen, weil ein Kollege von und ein früherer Spieler Lutz Pfannenstiel, der hat mit einem dänischen Betreuer früher mal zusammen gespielt und dessen Handynummer er hatte. Und dann hat er aus der Kabine Informationen bekommen, irgendwann mal, dass Eriksen wieder wach ist. Also nicht in der Kabine, sondern in der Klinik dann. Ja, ja. Und dann haben die FaceTime gemacht miteinander. Er hat auch gesagt, dass sie weiterspielen sollen, aber das darf man den Spielern nicht überlassen. Das müssen eigentlich Medizin. Das sehe ich auch so. Ja, also in so einer Ausnahmesituation, also wie ich darauf vorbereite, ich konnte mich auf sowas nicht vorbereiten. Das ist die Situation eines Live-Reporters. Was darf das Fernsehen zeigen in einem solchen Moment? Keinen Sterbenden. Es war einmal nur ganz kurz eine Sekunde aus Versehen. Ja. Wo dieser starre Blick und da haben sie sofort weggeschaut. Da hatte ich auch genug. Dann habe ich gemerkt, dass das da ist. Da lag da mit, also das war wirklich ein Bruchteil einer Sekunde. Da hat er richtig schön gemerkt, oh Gott, eine falsche Kamera geschaltet. Ja. Die Spieler haben noch ein Cordon gebildet und die haben vor allen Dingen halt auch die entsetzten Zuschauer gezeigt. Und auch die Freundin oder Frau von dem Spieler stand dann im Innenraum. Die wurde dann von dem Kapitän, von Simon Kjær, in den Arm einer genommen. Der schwierigsten Momente für dich? Der schwierigste. Der schwierigste Moment. Du hattest schon mal eine Kapriole in einem Spiel, wo über mehrere Minuten das Bild und Ton komplett weg war. Ja, aber das ist ja kein, da geht es nicht um Leben und Tod. Nein, nur klar. Fußball, klar, ne? Klar. Ja, klar. Aber da ist der Ton, da war ein Blitzeinschlag irgendwo und da ist halt das Bild ausgefallen. Ja. Und ich habe dann Radio gemacht, aber 8 Minuten lang. Ja. Gut, aber das war in Basel, 2-8 Halbfinale, Deutschland-Türkei. Ja. Bela, was für eine Karriere als Kommentator. Jeder hat ja irgendwie das Gefühl, in seinem Beruf will er möglichst auch was erreichen und will die interessanten Dinge mitnehmen. Und ich darf das schon mal vorab sagen, ich finde das schon großartig, wie du von Anfang an das dahin gelenkt hast, unerschrocken. Und im Prinzip habe ich es am Anfang ja auch gesagt, du hörst auch ein Stück weit zu den Fußballfans, auch zu uns Schiedsrichtern. Das ist eben so. Und ich bin froh, dass wir in diesem zweiten Teil der Einblicke mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern konnten über die großen Gerne. Finals. Herzlichen Dank, Bela Reden. Gerne. Ja, wir kommen in die Schlussrunde, in die dritte Halbzeit. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, dritte Halbzeit im Fußball bedeutet auch schon mal ein Gläschen Bier. Und das lassen wir uns auch an dieser Stelle nicht nehmen. Sportreporter sind sowieso so Spezies, die selten an solchen Gläschen vorbeilaufen. Also nach der Arbeit.
Ist auch gut so. Ja, nein, das macht. Lebensfreude ist ja wichtig. Das gehört in jedem Fall mit dazu. Apropos Lebensfreude, auf der anderen Seite, die Lebensfreude könnte man sich schon mal nehmen lassen. Du hast eben schon mal angedeutet, die sozialen Medien. Wenn man überhaupt mit Kritik zu tun hat heutzutage, dann kommt es. Sind es diese Schüsse von hinten über die sozialen Medien, ja, im Versteck der Anonymität und so weiter. Es geht Politikern ähnlich, aber es allen, die in der Öffentlichkeit sind, auch, ja, Schiedsrichtern und auch Kommentatoren. Ja. Wie gehst du mit sowas um? Ist das so? Gehst du so locker da drüber, weil du bist am Anfang nicht. Am Anfang, ja, als das neu war, war das natürlich verletzend, weil man gar nicht weiß, was sie damit meinen. Das ist aber nur so allgemeines Gebrubbel und also ohne Hintergrund, ohne Argumente. Inzwischen gehört das zu Folklore. Also das ist ein Teil des Lebens. Ich bin damit intellektuell überfordert. Ja. Und du meinst, du kannst so tief nicht sinken, ich will auch gar nicht so lange darüber reden, weil man merkt, aber allein, ich mache ja 40 Jahre den Job, ich habe permanent Kontakt auch mit Zuschauern und Fans, allein durch die Parkplatzsituation in Dortmund. Da läufst du durch 30.000 Fans in Richtung deines Arbeitsplatzes, auch in Frankfurt, auch in München. Ne? In diesen Jahren gab es nicht mal aus der Gruppe raus, was ein leichtes wäre, eine einzige Bemerkung, gar nichts, null. Hey, sondern, hey Peter, willst du eine Currywurst, willst du ein Bier? So, also wollen Selfies, also null negative. So. Und das meinte ich vorhin auch, dass wir interpretieren einen Verfall der Gesellschaft aufgrund von irgendwelchen Hornochsen, tut mir leid. Und damit überhöhen wir sie. Ja. Ja, und das haben sie nicht verdient und die sollen in den Keller sitzen und nach Senf bohren und ihren Kram verbreiten. Aber das ist kein Thema, mit dem man sich beschäftigt. Wer sich den sozialen Medien in seinem Alltag ausliefert, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Ne? Das sehe ich auch so. Und man muss insofern habe ich da eine klare Position dazu. Und das gibt es halt wie das Wetter. Ja, wenn ich überlege, die Claudia Neumann. Ja, das ist ja unglaublich, weil da ging es auch noch um andere Dinge. Unsere Raubeine kann man ja gerne mal in Kakao ziehen, das juckt uns nicht, aber die ist auch noch sexistisch übelst. Dass eine Frau die Spiele, große Männerspiele kommentiert, was da abging in den Netzwerken, war ja unter aller. Da muss man ja nicht gut finden, aber man kann nur sagen, das ist halt so oder das legitimiert gar nichts. Was hat sich noch verändert in diesen Jahrzehnten, in denen du auf der Matte bist, im Fußball unterwegs bist? Was ist noch hinzugekommen, außer diesem technischen Fortschritt, der uns... Ja, der Zugang zu den Protagonisten. Ja. Also alles weichgespült durch Pressesprecher, Medientraining, keine Rede mehr so, wie er reden würde. Sondern keine so wie Typen? Kaum noch Typen. Aber das kehrt sich gerade wieder so ein bisschen um, da dieses Fehlen der Typen beklagt wird. Sie suchen jetzt wieder nach Typen. Ja? Also klar, ist immer wieder ein Auf und Ab. Aber früher haben wir einfach... ganz normal, also wir haben mal in der Kabine sogar mal vor, ich habe bei Winnie Schäfer bei der Mannschaftsbesprechung gesessen, vor dem Spiel gegen AS Rom, ja, weiß ich noch, genau, da war im selben Hotel zufällig, das ist nur eine kleine, man kann immer diese Geschichten besser erklären, wenn man eine kleine Story dazu hat, im selben Hotel und ich sage, Winnie, wir können ja nachher mal reden, abends war Spiel gegen AS Rom, war ein UEFA Cup Spiel. Ja, weißt du was, am besten kommst du in die Mannschaftsbesprechung. Okay. Das müsste man Klaus heute Reitmeier, machen. Der Torwart und so, ist egal. Und da saßen die tatsächlich und haben sich Bilder vom AS Rom angeschaut, irgendwelche Szenen. Und hat er mich dazu gehört. So, sagt er, wollte natürlich einen vorführen. Sagt er, wieder so, der große Experte, der heute Abend über euch berichten wird. Dann gucken wir, ob er Ahnung hat. Ne? Genau. So, und dann komm mal vor. Und dann spielt er eine Sequenz vor und hält das Bild an. Na, Bela, was fällt dir auf? Ich sage, ja, dass sie mit der kompletten Kette rausrücken und die gegenüberliegende Seite komplett frei ist. Genau, und da muss der Kicker kommen, der Kijakov, und genau das muss er nutzen. Ne? Genau, das kann er. Und dir glaubt das wenigstens. Mir hören sie ja nicht mehr zu, sagt er. Ne? Das war für ihn ein Mittel. Hat dich genutzt. Hat dich genutzt. Und
Ja, ich weiß neulich auch bei dieser Empfang 25 Jahre Fußball-EM, da war ich ja eingeladen von Sammer, Klinsmann und Vogt. Und da haben wir die ganzen alten Geschichten noch von früher, wo wir wirklich auf dem Spielfeld ran die Leute gefragt haben oder im internationalen Fußball, du kommst ja nicht mal ein ganz normales Interview ran, das geht nur noch über 1000 Agenturen. Also ich sag mal so, ich habe die schönste Zeit erlebt. Auch Filme gemacht, Dokumentarfilme, auch 16 mm, haben wir noch nachts ins Kopierwerk gebracht, das Zeug, aktuell gearbeitet. Früher war der Europacup zum Beispiel so, weil wir von früher und heute sprechen, alle Meister der Länder in einen Pott. Da waren Real Madrid drin und Inter Mailand und Liverpool und der FC Bayern, aber auch der Meister von Malta und der Meister von Zypern. Und Oskar Waag sagte, das ist so eine geile Geschichte, also ein Wettbewerb, und die wurden zusammengelost. Rabat Ajax FC hieß der Verein aus Malta gegen Omonia Nicosia. Fahren wir nach Malta, machen wir darüber ein Stück für Sonntag. So lief das damals. Darunter, also die Kontakte erst vor Ort gemacht. Da habe ich so einen Protagonisten gehabt. Das war der Ersatztorwart. Der war bei so einem Getränkehändler. Der hat nicht frei bekommen, weil eben nur der Ersatztorwart ist. Dann kam zur Halbzeit, nachdem er Kästen ausgeliefert hat. Der Reporter war der Intendant des Fernsehens von Malta in La Valletta und der Bischof. Das heißt, wir haben den dann gefilmt, wie er die Messe zelebriert und so war der Anfang und dann die Liturgie und dann das dann durchgeblendet und dann war derselbe Mensch in normalen Straßenklamotten und hat das Fußballspiel kommentiert. Das war das. So, und da warst du halt Samstagabend wieder zu Hause in Deutschland, hast nachts das Zeug ins Kopierwerk gebracht. Das wurde dann entwickelt, ist ja richtig Film. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu. Das Drehverhältnis war wichtig, weil Film kostet. Ne? Ja, digital kostet nichts. So, und am nächsten Tag haben wir dann daraus aktuell um 17.20 Uhr Sportreportage, habe ich 20 Minuten draus gemacht. Ja. Ne? Und, kannst du heute nicht mehr machen. Ja, allein die rechte Situation. Du hast eine Idee, bis du die umsetzen kannst, wie viele Stationen man durchgeht. Haben wir die Rechte für wie viele Minuten? Haben wir Drehmöglichkeiten? Das ist alles Steine hauen. Also ich habe die schönste Zeit erlebt. Ja gut, das sage ich als Schiedsrichter auch, dass man eben noch anders unterwegs war, selbstständiger. Heute sind die Beschränkungen doch stärker, die Schablonen sind da, da müssen alle durch, die Interviews werden vorbereitet. Ja. Man spricht mit den Schiedsrichtern heute darüber, was sie sagen können. Man sagt ihnen, diese Fragen können die erwarten. Das war früher anders. Dann bist du raus und dann konntest du auch mal was Emotionales dazu sagen. Ja. Kann man sich heute... Wir haben für Sportstudio ganz normal am Spielfeld dran. Ich habe eins meiner ersten Berichte für Sportstudio war ja im Meisterjahr vom VfB Stuttgart, 84. Helmut Benthaus war Trainer. Und dann haben wir einfach an der Trainerbank, und der Konkurrent war der HSV, und da drehen wir den. Und einer von uns hört Radio und dann sagt er, Frankfurt führt in Hamburg. Das schnappt er so auf, da guckt er mich an, wir drehen, der Herr Benthaus, Frankfurt an der Bank. Frankfurt führt in Hamburg. Da sind wir ja Meister. Ja, das seid ihr mal. Da sind wir ja Meister. So, das gibt's nicht mehr. Weißt du, das ist doch schade, dass sowas nicht mehr. Das stört ja auch keinen Hochglanzvermarkter, wenn man solche Szenen doch zeigt. Hat es sich verändert, weil ihr mit den Medien stärker hineingekommen seid ab den 90er Jahren? Ja, weil es sich kommerzialisiert hat, weil diese Rechte weltweit verkauft worden sind. Wir können ja kaum noch in Stadien rein, an bestimmte Live-Situationen, Live-Zonen, weil die Live-Sender haben ja immer Vorrang. So, und dann, wenn die weltweit halt ausstrahlen, dann ist ja gar kein Platz mehr. Also ist eigentlich ein Regulativ, um das Gedränge da zu vermeiden, aber ist eine Folge natürlich des Kommerzes. Ja. Oder auch wenn, die wollen auch die reine Ware, wenn auch die FIFA, wenn da irgendeine Rangelei ist auf dem Platz, eine Rudelbildung, das war in Kapstadt mal Holland gegen, weiß ich nicht, war so ein Treterspiel gegen Portugal, und da fährt die Drohne hoch, man sieht den Tafelberg da hinten, aber nicht die Rangelei. weil man das raushaben will. Wir wollen die Wahrheit nicht zeigen, das ist uns zu unsauber. Es soll sauber rauskommen und so weiter. Ja, aber dem müssen wir uns stellen und der Fußball hat heute noch viel mehr Anhänger, als es vor 40 Jahren der Fall war. Aber die Anhängerschaft hat sich verändert. Als ich jung war, als du vielleicht auch jung warst, hatten wir unsere lokalen Helden. Ich komme ja aus dem Rhein-Main-Gebiet, das war ja, Gott hab ihn selig, Jürgen Grabowski und Holz und so, das war unsere Zeit. Die Jungs heute haben halt die Superstars. Ja, die wohnen in Koblenz und sind Fan von Mbappé. Ja. Oder so. Das hat mit dem Lokalen überhaupt nichts mehr zu tun, aufgrund von den
Computerspielen, von den FIFA, PlayStation. Die haben globale Fans, wie die Welt insgesamt. So ist es. Wir drehen das nicht mehr zurück. Das ist der Weg, der Fußball wird diesen Weg weitergehen. Aber das ist aber auch nichts Unmoralisches, das ist eine Veränderung. Ne? Deshalb, ich finde es immer gut, dass man es beschreibt. Ich muss nicht sagen, es war alles besser früher. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Das kann man nicht machen. Früher war wirklich nicht alles besser. Nein, das ist eben so und es ist eine andere Zeit. Meintes war charmanter. Ja. Aus unserer Sicht war es charmanter. Die jungen Leute kennen es nicht anders. Sie werden in 30 Jahren vielleicht sagen, es war 2022 charmanter als heute. Und wer weiß, ob noch in 20 Jahren noch ganze Fußballspiele angeguckt werden. Die Leute sind viel zu ungeduldig. Ist dieses TikTok, das ist ja auch so ein... der ist ja eingeführt worden, weil das andere... Aber das dauert jetzt nur noch 12 Sekunden, weil 20 waren zu lang. Also eine gewisse Unruhe in der Welt. Ja, Bela, gibt es Freundschaften in dem Geschäft, wenn man so lange dabei ist? Auch zu... Also ich bin Jürgen Klinsmann gut befreundet. Ich meine jetzt eher zu deinen Mitstreitern auf dem gleichen Level. Absolut, absolut. Sogar Austausch, Informationsaustausch. Ja, mit Wolf Fuß von Sky bin ich befreundet, mit Tom Bartels von der ARD bin ich befreundet. Marcel Reif? Marcel Reif auch. Also auf der Arbeitsebene sind wir ja alles Soldaten. Auf der Direktorenebene können die vielleicht auch Konkurrenten sein, ist uns egal. Wir arbeiten zusammen, wir sehen uns. Es ist ja ein fahrendes Volk, sind wir ja. Ne? Fernfahrer war ja am Anfang. Und wenn wir die Jungs treffen, da irgendwo sonst wo auf der Welt, sein Nomaden treffen, diesmal in Madrid, und da treffen wir uns auch alle wieder, weil wir für verschiedene Sender arbeiten und uns... Konkurrenzkampf? Nein, null. Das kann meinst ich. Du? Weiß ich. Ja. Weiß ich, weil ich selber zu den oberen 5000 gehöre da und ich lebe es auch nicht und ich erlebe es auch nicht bei anderen, dass sie es leben. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da so weit außerhalb der Gesellschaft sein sollt. Dann könnte ich auch sagen, die Top-Schiedsrichter in Europa sind alle sehr eng miteinander verbunden. Sind sie nicht? Das scheint so der Fall zu sein, aber trotzdem würde wir sind es aber wirklich. Wenn einer zu dir sagt, das Endspiel ist am Samstag, wem soll ich es geben, würdest du sagen, das soll der Marcel Reif machen? Ja, komm, wenn dem sein Sender die Rechte hat, ja, sonst nicht. Du sollst mal die Rechte kaufen. Thema FIFA. Jetzt wird es noch einmal happig. Was machen wir mit diesem Laden? Was ist, ist da dieser FIFA? Gegen Gewalt. Deshalb habe ich jetzt keine Idee. FIFA und DFB kann man eigentlich, es ist noch eine Abstufung drin. Ist das, was ist da in den letzten Jahren passiert? In diesen Verbänden? Die Wahl der Präsidenten, man müsste vielleicht diese One Man, ein Land, ein Vot, also jedes Land hat, wenn es noch so eine kleine Insel ist, eine eigene Stimme. Die werden natürlich immer mit irgendwelchen Geschenken dazu animiert, damit das auch klappt. Das ist dann für mich unauflösbare Knoten inzwischen. Also ich weiß nicht, ob man übergehen sollte vielleicht dazu, dass man ein anderes Gremium schafft, dass die Länder sich selbst organisieren, ohne einen Dachverband. Es müsste doch irgendwann mehr knallen die nächsten Jahre, oder? Ja, aber der hat sich jetzt eine Wohnung in Katar genommen. Das ist ja nicht der Infantino. Haben Sie das mitbekommen, meine Damen und Herren? Dass Infantino, der Präsident der FIFA, jetzt eine Wohnung in Katar besitzt und damit er nicht so weit ist von dem Turnier. Ja. Und da hat er so eine Veranstaltung moderiert und da hat er geübt, das üben wir mal schön zu rufen. 1, 2, 3, wenn ich 1, 2, 3 rufe, ruft die alle Katar, Katar, Katar. Haben die gemacht. Also der moderiert jetzt auch inzwischen solche Veranstaltungen. Das ist schon schwierig, also ich glaube schon, es wird irgendwann in den nächsten Jahren auch. Die können nur fallen, wenn man ihnen die Korruption nachweisen kann. Bei Teixeira konnte man das, er war so ein kleinerer Fisch. Aber ich sagte, Korruption gibt es keine Belege. Also Belege schon, aber keine Belege, keine Zettel. Bela, die starken Persönlichkeiten, mit denen man zu tun hat in all den Jahren, das ging mir ja auch so, es sind immer welche, die in diesem Fußballgeschäft herausragen, wo man feststellt, die haben ganz besondere Kompetenzen, das sind ganz besondere Persönlichkeiten. Würdest du da auf Anhieb welche aus den letzten Jahren, Jahrzehnten nennen können aus Deutschland? Egidius Braun? Ja. Also der noch an dieser soziale Farbe nicht nur vorgeheuchelt,
sondern sie auch gelebt hat? War das nicht der Letzte, der nicht vorzeitig gehen musste? Ja, Meyer Vorfelder musste ja im Prinzip, der hat das auch so, alles überlebt. Ja, war auch ein guter übrigens, das war ein richtiger Macher. Ja, das war einer aus er prägte diesen wunderbaren Satz, wenn die Lawine kommt, sollte man mal zur Seite treten. Genau. Genau, genau. Also Birgit und Frau habe ich mal kennengelernt, den fand ich eine großartige Persönlichkeit. Es gibt schon einige. Also wir bestehen ja nicht nur aus Schuften. Nein, um uns herum, nein. Ja. Was meinst du zu dem Menschen und auch Präsidenten Uli Hoeneß? Hast du ihn näher kennengelernt? Ich habe ihn näher kennengelernt. Hat er mit dir gestritten, auch wie mit allen von uns? Ja, der hat mich beschimpft. Aha. Das war der Ritterschlag. Gott sei Dank. Der hat mich, Also das ist ein großartiger Macher. Also ich meine, das kann man nicht nennen. Das ist der beste Manager Europas gewesen. Ja. Kleiner Maklis, dass er natürlich überall diese moralischen Einsprüche erhoben hat gegenüber anderen, die er nicht ganz einhalten konnte selber. Ja. Aber Haken dran. Ja. Ja. Strafe abgesessen, entschuldigt. Aber Hoeneß ist ein Phänomen, ist ein Romantiker, ist immer noch ein Fußballer, das glaubt man, ist ein absoluter Fußballromantiker, obwohl er überall das Geld sieht, aber er sieht nicht nur das Geld, sondern was mit dem Geld möglich ist. Hat mich mal angerufen nach so einem, die Bayern haben mal UEFA Cup gespielt, das gab es auch mal. Ja. Gegen so einen kleinen portugiesischen Club. Was erlauben Sie sich? Sie haben Hen selbst gesagt, ich kann ihn jetzt nicht so nachmachen, im Doppelpass, dass ein gutes Pferd nur so lange, der hat eine Sendung gesehen, in der ich auftrat, so hoch springt, wie es muss. Fußball ist doch ein Ergebnissport und wir sind doch weiter. Ich sage, Hoeneß, aber Sie reden jetzt wie der Präsident von Arminia Bielefeld. Es geht um Bayern München. Nein, das ist eine Unverschämtheit. Bum, bum, bum. Und wunderbar. Und dann habe ich ihn 2 Wochen später irgendwo getroffen. Ich sage, Hoeneß, alles wieder gut. Was ist gut? Nichts war schlecht, sagt er. Man konnte wunderbar streiten. Sofort. Er hat einen hochroten Kopf gekriegt. Hat alle Worte. Zu wem gesagt? Der pfeift hier nie mehr ein Spiel von Helmut uns. Krug. Ja. Das war Krug. Er war auch bei mir schon mal in der Kabine und hat, Sie haben einen Scheiß heute gepfiffen. Das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Da habe ich gesagt, schönen Dank, und da ist die Tür. Und raus. Und dann kam er 2 Stunden später. Ja. Und ganz normal hast du mit ihm geredet. Ja. Das finde ich aber ist okay. Ja. Also eine Figur im deutschen Fußball, die man nicht missen wollte. Ja, so sehe ich das auch. Und wenn wir über die Vereine sprechen im deutschen Fußball, der FC Bayern, ist das Nonplusultra oder ja oder nein? Ja, das ist jetzt auch nicht nur tabellarisch abzulesen, auch finanziell. Es gibt noch eine kleine Möglichkeit jetzt am Wochenende, dass Dortmund auf 4 Punkte rankommt. Also, rechnest du damit, dass... Nein, aber ich rede mir das immer schön. Damit ich besser gelaunt zur Arbeit war. Ja, klar, dass es spannender bleibt. Aber klar, es ist bewundernswert, was der BVB geleistet hat in den letzten Jahren. Aber kaum haben sie eine Chance, irgendwas zu zappen, dann kriegen sie sofort Darmbeschwerden. Hat man das Gefühl, aber dieser Erfolg in diesen Vereinen, ist es wirklich so, dass Geld auch die Meisterschaft bringt? Oder, überwiegend, ja. Überwiegend ist es so und die Ausnahme macht es halt schön. Ja, klar, aber ich bin trotzdem unser System gut. Also es gibt ja welche, die diese Super League einführen wollen, aber ich finde es trotzdem schön, dass in der Bundesliga manchmal so Mannschaften wie Darmstadt oder da mitmachen oder Greuther Fürth, weil das System sollte schon so erhalten bleiben. Und wenn es nur zum Auffüllen ist, aber das Geld, klar. Und mittelfristig wird Bayern auch in Europa nichts reißen ohne 50+1, obwohl ich gegen 50+1 bin. Warum? Weil das zu viel Einfluss nehmen würde auf das Wesen der Clubs an sich, auf das Naturell, auf den Charakter. Mhm. Ja, und man ist auch ausgeliefert dem Kommerz dann. Also wenn man einmal die Tür aufmacht, dann Es wird kommen. Ich bin trotzdem dagegen. Es wird vieles kommen, gegen alles mich bin. Gut, das kann ich bin auch dagegen, aber es wird kommen. Wir werden uns da nicht gegen stemmen können. Und Bayern wird in den nächsten Jahren auch in Deutschland, so leid es mir am Ende auch tut, wohl die Nummer 1 ewig bleiben. Oder siehst du da eine Chance? In Deutschland, ja. Und Sie reißen was international dieses Jahr? Dieses Jahr geht's noch. Rechnest du damit, dass Sie da was... Liverpool gewinnt die Champions League. Da bin ich am Dienstag in, wo ist das, wo spielen Sie? Lissabon. Ja. Bist du da? Rechnest du damit? Du bist Klopp, Freund vom Klopp. Nee, ich habe schon mit Klopp, ich bin oft genug gestritten. Aber ja, das kann ich auch gut, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, Bela, wunderbar.
Wenn man als Kommentator unterwegs ist, so wie du, da gelingt einem zu 99% gelingen einem die Dinge. Und es gibt auch Sprüche, die einem nicht so gelingen. Welcher Spruch ist dir bis heute in Erinnerung, wo du sagst, oh wei, das hätte ich besser gelassen? Ja. Es war bei der WM 98, gab es einen kolumbianischen Nationalspieler, von dem alle sagten, das sei wird der Star des Turniers und der überhaupt der Spieler, von dem jetzt keiner gerechnet hätte, dass er so gut wird. Und dann spielten die da gegen Tunesien und er stand im Schatten und hat sich null bewegt, dieser Mann. Und ich sage, wenn Sie ihn vermissen, da vorne, der Mann, der aussieht wie eine Klobürste, das ist Carlos Valderrama. Da war ich aber noch jung und brauchte das Geld. Also dieser Spruch, der ist wirklich, könnte man ein Patent drauf anmelden, aber Es ist, wie gesagt, weil du gerade sagtest, jeder Zeitungsjournalist, der das macht, der kann es durchstreichen. Ja. Live ist ja. Live. Ja, ja, live so ist draußen. Ja. Ja, wir sind am Ende der Einblicke mit dir, Béla Réthy, und es hat Spaß gemacht. Man merkt es, diese typische Stimmung in den Einblicken. Sie sind auch heute Abend hier im Saal. Ein sehr konzentriertes Zuhören und ein intensives Dabeisein, das zeichnet das aus. Es zeichnet aber auch dich aus, dass es dir gelungen ist, mit deiner Art und mit den vielen Geschichten und den authentischen Berichten von allen Ecken und Enden dieser Welt hier unsere Menschen in den Bann zu ziehen. Am Ende unserer Einblicke machen wir eigentlich fast immer das Spiel entweder oder. Okay. Und das heißt, du kannst nicht viele Worte verwenden, um es Mach zu begründen. Ich weiß, du bist da Ich kenne Zeitvorgaben auch von meinem Arbeitgeber. Siehst du, dass du in 20 Sekunden fertig bist. Also ich, auch wenn ich es nicht stimmt, sage ich es einfach. Brasilien oder Deutschland? Deutschland. Fußball oder Familie? Familie. Cristiano Ronaldo und Beckham? Ronaldo. Hoeneß oder Watzke? Hoeneß. Löw oder Klinsmann? Löw. Flick oder Löw? Flick. Gerd Müller oder Thomas Müller? Gerd Müller. Geht nichts drüber. Kahn oder Neuer? Neuer. Geld oder Liebe? Liebe. Herzlichen Dank, Béla Réthy. Danke auch. Béla, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Ja, Béla, natürlich lassen wir dich hier heute nicht von dann ziehen. Lieber Dr. Dietsch, Sie müssen mal einen Moment wegschauen. Das Bier war zuerst, aber es gibt noch weitere sehr bemerkenswerte Spezialitäten hier in unserem Eifelkreis. Und dieser Eifel-Gin okay. ist etwas ganz Besonderes. Er kommt vom Eifelkreis, sogar aus meiner Arbeitsstätte, aus der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und mit besonderen Grüßen auch unseres Landrates. Vielen Dank. Und wir hoffen, dass du uns in guter Erinnerung behältst und überall erzählst, du warst mal bei diesem ehemaligen furchtbaren Schiedsrichter zu Gast. Ja, wenn ich ein zweites Bier kriege, gerne. Das werde ich mir überlegen. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende und wie Sie das gewohnt sind, blicken wir schon wieder nach vorne. Ich möchte es allerdings an dieser Stelle nicht vermissen, Ihnen und euch sehr herzlich zu danken, die Sie immer an unserer Seite sind. Das ist eine besondere Ehre. Vielen Dank. Die nächste Veranstaltung in dieser Reihe wird stattfinden am 10. November. Gast ist dann Frau Dr. Marianne Koch. Herzlichen Dank. Alles Gute. Bis bald.